Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir. Wir sind deutsche Meister. Yeah. Wir sagen wir. One team, one goal for life. We will never lose. Servus, hallo und herzlich willkommen, liebe FC Bayern-Fans, zu einer neuen Matchday-Show, eine ganz besondere Matchday-Show. Pokalfinale in Berlin, der FC Bayern ist natürlich, wie soll es anders sein, ganz vorne mit dabei. Und ich habe mir zu diesem ganz besonderen Anlass einen ganz besonderen Gast hier ins Studio geholt. Ich glaube, diesen Herrn muss ich nicht mehr vorstellen. Es ist die Stimme des FC Bayern München. Ihr kennt ihn alle aus der Allianz Arena. Die ihn nicht vom Sehen kennen, die kennen ihn vom Hören von Bayern 1. Also ganz Deutschland, ganz Bayern weiß, wer dieser Mann ist. Stefan Lehmann. Stefan, vielen herzlichen Dank. Es ist uns eine Ehre, dass du da bist. Vielen Dank, Lukas, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit dir, mit euch allen, servus, alle, die uns zuschauen, dass wir gemeinsam einsam sind an diesem Abend. Es ist natürlich auch für mich ein besonderes Pokalfinale, möchte ich gar keinen Hehl draus machen. Aber mit dir zusammen, mit euch zusammen wird es noch schöner. Stefan sagt es völlig richtig, ihr könnt hier mit dabei sein. Wir wollen uns mit euch dieses Spiel anschauen über den Hashtag MirSanMir. Seid ihr Teil dieser Sendung, nutzt das Community-Tab auf YouTube, nutzt die Kommentarfunktion auf Facebook. Schickt uns eure Fragen, schickt uns eure Eindrücke von zu Hause. Wir wollen mit euch zusammen das Spiel anschauen. Wir schauen es hier im Studio. Wir werden immer mal wieder aufs Spiel eingehen, Stefan. Wir werden gerne immer mal wieder über andere Sachen sprechen, immer mal wieder ein paar Kommentare, Fragen von euch mit reinnehmen. Also eine gemeinsame Watchparty sozusagen, euer Second Screen hier direkt von der Säbener Straße. Also Stefan, du hast es gerade schon gesagt, für dich ist auch was ganz Besonderes. Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst bei jedem Pokalfinale, das der FC Bayern gespielt hat, seit 96, immer mit in Berlin dabei. Das ist unfassbar. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, komisch, wie ich schon gesagt habe. Der FC Bayern war ja nicht immer im DFB-Pokalfinale. Kaum vorstellbar. Das darf man jetzt kaum vorstellbar, aber das darf man ja an der Stelle auch mal erwähnen. Aber wann immer der FC Bayern eben dort in Berlin gespielt hat, war ich dabei. Zusammen mit so vielen tausenden Bayern-Fans haben wir ja überwiegend feiern können. Und dass das heute ohne Fans stattfindet, wir wissen, woran es liegt. Und ich glaube, dass es auch jeder Einzelne bedauert, aber es hilft ja nichts. Und deswegen machen wir das Beste draus. Und deswegen freue ich mich trotzdem heute auf dieses Spiel und darauf, dass der FC Bayern eventuell wirklich seinen 20. DFB-Pokal holt. Ich finde, ehrlich gesagt, du hast es gerade gesagt, man freut sich auch jetzt darauf, dass man sich schon ein bisschen so arrangiert hat mit der Situation, jetzt auch ohne Zuschauer. Für dich natürlich nochmal was ganz anderes, ja, weil du unmittelbar drin hängst. Wie fühlt es sich für dich jetzt an? Ja, also so richtig gewöhnen werde ich mich nie dran, weil ich einfach der Meinung bin, dass natürlich die Fans zu diesem Sport gehören. Die Emotion, die Energie in einem Stadion. Aber davon unbelastet natürlich weiß, glaube ich, jeder, wie wichtig es war, dass diese Saison, so wie sie zu Ende gespielt wurde, dann auch, ja, dass man sie realisieren konnte. Und ich glaube, es geht jedem so. Sei es jetzt die Verantwortlichen oder auch ein Spieler oder auch die Fans. Jeder sagt, hey, es ist komisch, es ist spooky, irgendwas fehlt. Aber wir können es nicht ändern, deswegen machen wir das Beste draus. Und genauso ist meine jetzige Haltung auch noch. Ja. Der Jolono fragt, das ist eine ganz interessante Frage, die Namen der Torschützen zu rufen ohne Fans ist ja nicht so wie mit den Fans. Macht es dir trotzdem noch Spaß? Weil man muss ja sagen, du warst jetzt nicht von Anfang an bei den Spielen dabei, das zum Verständnis, bist aber dann, als es die Vorgaben zugelassen haben, auch wieder ins Stadion gekommen und warst dann Stadionsprecher. Wie ja, aber natürlich würde ich nicht in einem leeren Stadion es so machen, wie ihr es alle gewohnt seid, wenn die Hütte voll ist, weil dann glaubt man, hat der Lehmann zu viel getrunken oder ist der auf Drogen?
Nein, sondern es ist ja mehr dann ein Moderieren. Also es ist dann eher ein du führst durch. Genau, die Information steht absolut im Vordergrund, weil es macht keinen Sinn, einen Dialog zu führen mit der Anzeigentafel. Wenn ihr nicht da seid im Stadion. Deswegen mache ich ein paar das waren ja nicht. Da, glaube ich. Oder? Ja, ein paar waren da. Also das Echo wäre wahrscheinlich sehr gering ausgefahren, ehrlich gesagt. Aber es war natürlich, weil du sagst, Lukas, das erste Mal, das war dann unser Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und dann sitze ich da, ich sitze ja nicht unten an meinem alten Platz, gleich neben dem Trainer sozusagen an der Klappe, sondern oben auf der Pressetribüne und dann guckst du so und freust dich natürlich und dann sagst du halt, ja, Tor in der 85. ja, durch Leon Goretzka und neuer Spielstand 2:1 und das war's dann. Also mehr kannst du natürlich auch nicht machen in einem leeren Stadion. Puls ein bisschen runterfahren. Ja. Leiseres Echo, aber wir hoffen alle, ihr hofft alle, wir hoffen alle, dass es sich auch bald wieder ändert. Ja. Wir wollen jetzt mal rüberschauen nach Berlin, Stefan. Gerne. Martin Sedlacek, unser FC Bayern-Reporter, der ist heute vor Ort. Und ja, ich glaube, den Hintergrund, den kennen wir, den wissen wir zu schätzen, das Berliner Olympiastadion. Das Wetter ist nicht ganz so schön wie bei uns in München. Bei uns ist es weiß-blau, königlich. Martin, bei euch ein bisschen betrübter. Wie ist die Stimmung, wie ist die Lage vor Ort in Berlin? Ja, Luki, du hast es gerade angesprochen. Ihr kennt die Szenerie, aber ich glaube, so kennt ihr sie kaum. Also man spricht ja beim Berliner Pokalfinale von einer einzigartigen Stimmung und Atmosphäre. Und ich glaube, so einzigartig wie heute war es noch nie. Hinter mir ein leerer Platz. Wahnsinn. Im Stadion, fast leere Ränge. Also leider, aber das ist den Maßnahmen geschuldet. Dieses Pokalfinale ist ein besonderes. Stefan, ich kann mich erinnern, wenn man da hingeht zu diesem Stadion, es ist unfassbar, was da los ist, ja, wie natürlich. Viele Leute sich da versammelt haben vor diesem Pokalfinale. Und jetzt ist da nichts. Ist irgendwie unvorstellbar, oder? Ja, ich kann mich immer nur wiederholen. Da fehlt was. Da fehlt was. Wer das einmal erlebt hat, das war ja immer eine große Party, muss man ja auch sagen. Eine echte Fußballparty. Wenn die beiden Fanlager, egal wie sie sich jetzt zum Finale getroffen haben, wenn die dann die Stadt Berlin auch haben, schon tagsüber belebt haben, dann auf dem Weg ins Olympiastadion. Alles drumherum einfach. Das ganze Feeling. Ja. Ich bin auch oft noch, wenn ich die Zeit noch hatte, nach der Generalprobe, mal kurz hoch, genau da, wo Maestro Sedlacek steht, war ich auch. Aber ich habe das dann so, grüß dich, Junge. Mein Gott, du Armer, ich will jetzt nicht mit dir tauschen. Aber schau. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man sich auf dem guten, fetten Schwimmbadbesuch freut, dann kommt man da hin und dann sind nur 10 cm Wasser drin. Ja. Es fehlt auch der Bademeister mit seinen Ansagen, das wärst du. Stefan Lehmann ist der Bademeister sozusagen. Ich bin der Bademeister, ich blicke auf einen. Mit den Ansagen, die dazugehören, dass der kleine Oskar nicht vom Beckenrand springen soll. Also auch die Mannschaftsaufstellung, wie sie verlesen wurde. Ja, nüchtern, kalt, aber ich will es auch nicht alles runterspielen. Ich glaube, die Mannschaft, das kann ja auch noch hier mit auf den Weg gehen, die wirkt voll fokussiert und heute habe ich mitbekommen, wie unser Rekord-Pokal-Finaltorschütze Robert Lewandowski, der hat ja 6-mal getroffen und ein Fan hat ihm zugerufen, Levi, heute wieder ein Finaltor und er hat gezwinkert und hat gesagt, gerne. Und ich glaube, das liegt jedem Bayern-Fan wie Musik in den Ohren. Wir sehen hier auch die Bilder von der Abfahrt vom Hotel. Und ich glaube, für die Konkurrenz, also für die Leverkusener, ist das eine fette Drohung. Also wir hoffen, dass Levi knipst und so leer die Ränge sind. Ich glaube, die Bayern auf dem Feld, und das ist das, was zählt, die werden heute wieder voll performen. Über die Farbe vom Mundschutz von Oliver Kahn müssen wir noch reden. Den Ehrenpräsident lasse ich durchgehen. Aber nein, danke dir nochmal für diese Eindrücke. Ich wollte nur sagen, ich als Bademeister blicke ja wirklich auf eine chlorreiche Vergangenheit zurück. Der musste sein. Nein, es ist jetzt wird es ja schon spannend, deswegen wir wissen alle, dass es halt so ist und wir machen das Beste draus, ich wiederhole mich, und jetzt geht's dann los und darauf freuen wir uns. Genau so ist es. Martin, danke dir, wir werden dich später nochmal hören. Du gehst jetzt erstmal wieder in den Innenraum, schaust das Spiel an, da dürfen wir rechtetechnisch, das noch am Rande bemerkt, leider nicht mit dabei sein, aber du kommst immer mal wieder vor das Stadion, um mit uns zu sprechen. Vielen herzlichen Dank und dir trotz allem, ohne Stefan, ohne Fans, viel Spaß in Berlin und wir hören uns später. Die Badehose habe ich dabei. Danke dir, Martin. Bis dann. Ciao, ciao. Stefan hat es angesprochen. Ja, jetzt geht's los. Thomas Müller sehen wir gerade. Mhm.
Platzwahl ist getroffen. Der FC Bayern ist ja Heimmannschaft, ist in der Heimkabine auch. Und ja, die sehen da alle sehr, sehr fokussiert aus. Wir wollen jetzt mal rüberschauen, Stefan, zu unseren Webradio-Kommentatoren. Da könnt ihr nämlich auch live dabei sein, dieses Spiel verfolgen. Auf fcbayern.com einfach das Webradio auswählen. Deutsch und Englisch frei für euch empfangbar. Und wir schauen jetzt mal zu unseren deutschen Kommentatoren. Das sind Jens Kober und Sebastian Meyer-Detring. Beim 2:1 Auswärtserfolg von Leverkusen bei Bayern, das ist Leon Bailey, vorne dann Kai Havertz. Genau, jetzt eine Schweigeminute für die Opfer des Coronavirus und da wollen wir uns natürlich auch dran beteiligen. Vielen Dank. So, das war die Schweigeminute für die Opfer des Coronavirus. Da wollten wir natürlich auch ein bisschen innehalten, denen zu gedenken. Die Folgen sehen wir heute hier natürlich. Keine Zuschauer im Stadion, im Berliner Olympiastadion, beim 77. Endspiel um den DFB-Pokal. Und wie gesagt, die Aufstellung, die überrascht uns nicht von Bayern-Seite. Es sind eigentlich die Besten, die Hansi Flick aufzubieten hat. Wir haben zwei, die nicht dabei sind. Das ist Corentin Tolisso, der ist noch im Aufbautraining. Und wir haben Javi Martinez. Ansonsten natürlich kann er aus dem Vollen schöpfen, kann Hansi Flick das bringen, was bisher so erfolgreich war die ganze Saison, was ihm ja zu einem unglaublichen Rekord auch verholfen hat. Übrigens, die beiden Mannschaften, sie stehen bereit. Schiedsrichter der Partie sind wir Ihnen noch schuldig. Das ist Tobias Welz, der 42-Jährige aus Wiesbaden. Und Anstoß werden die ganz dunkle in schwarz gekleidete Werkself aus Leverkusen haben. Die Bayern heute in ihren ganz roten Trikots. Und zum Anstoß, da gebe ich nochmal zu dir ab. Hier sehen wir erstmal Tobias Welz, der also Schiedsrichter der heutigen Partie ist. Übrigens interessant, der Videoschiedsrichter, das ist Felix Zweier. Und die Bayern-Fans werden sich natürlich erinnern an das Pokalfinale 2018, das die Bayern mit 3:1 verloren haben. Und da gab es diese knifflige Szene, ob es Elfmeter war oder nicht, damals ja auch von Felix Zweier. Jetzt aber rein in diese Pokalentscheidung heute. Also sicherlich ganz besondere Umstände 2020. Und der FC Bayern München hat sich mittlerweile schon den Ball zurückerobert von der Heimmannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Kommt über die linke Seite mit Alphonso Davies, der den Ball nochmal zurückspielt zum Kapitän, zu Manuel Neuer. Der hat viel, viel Zeit, kann überlegen, was er macht. Und Leverkusen, die stehen momentan noch relativ statisch, laufen da also nicht an, wie erwartet, sondern lassen das erstmal relativ ruhig angehen. Jetzt kommen sie im Zentrum allerdings mit einer Menge Druck. Die Bayern kommen über die linke Seite, da haben wir den King, Kingsley Coman, der da durchsteckt auf den Kanadier, auf Alphonso Davies. Der wird gedoppelt von den Leverkusenern und das ist zum ersten Mal dann auch die Ballberührung vom Chilenen, von Arangis. Es gibt Einwurf für Leverkusen auf der rechten Seite und wir begrüßen übrigens auch alle Zuschauer, die jetzt zugeschaltet sind bei der Matchday-Show. Also nicht nur im Webradio sind wir heute, also sondern auch bei den Social-Media-Kanälen des FC Bayern München, wo ihr uns auch zuschaut, ob bei YouTube oder bei Facebook oder wo auch immer. Also herzlich willkommen, mein Kollege Sebastian Meyer-Detring und ich, Jens Kober, bringen Sie durch die nächsten 90 Minuten, 120 Minuten Verlängerung. Wir wissen es nicht, wir sind auf jeden Fall für euch da. Genau. Können wir erzählen, weil das Spiel momentan tief in der Hälfte der Leverkusener ist. Es gibt Einwurf für die Werkself von der rechten Seite. Das macht Lars Bender, der Rechtsverteidiger. Und jetzt befreien sie sich durchs Mittelfeld. Geht es da ziemlich schnell auf die rechte Seite rauf, auf Diaby. Aber die Fahne geht hoch vom Offiziellen auf der rechten Seite. Der Franzose, der unglaublich schnell ist. Also da müssen wir uns heute auf ein Highspeed-Duell einstellen. Auf jeden Fall Alphonso Davies gegen Moussa Diaby auf der rechten Seite. Und dann war es ein Schritt. Mehr war es gar nicht von den Franzosen. Sonst wäre er auf der rechten Seite durch gewesen. 2 Minuten sind jetzt gespielt. 0:0 steht es noch. Also brutale Geschwindigkeit in jedem Fall mal, die da auf den Rasen geboten wird. Die Bayern haben den Ball jetzt unterdessen erobert, kommen nochmal zurück. Über die Position von Manuel Neuer läuft der Ball auf Jerome Boateng. Und der hat ja wirklich ein ganz tolles Jahr hinter sich und bringt diesen Ball als Diagonalpass nach vorne. Das ist ja seine Spezialität auf Kingsley Coman. Und das ist die erste Chance in dieser Partie. Kopfballmöglichkeit für Robert Lewandowski, der im laufenden Wettbewerb bereits 6 Tore erzielt hat. Wäre also beim nächsten Tor sein 7. Streich hier in Berlin. Und das ist Hansi Flick, der hier zum ersten Mal auf die Uhr guckt. Also die erste Duftmarke hier in Berlin, die setzen die Bayern. Jetzt aber
Das Team, was heute Heimrecht hat hier, Bayer 04 Leverkusen, kommt über die linke Seite, weiter Ball nach vorne. Und die Bayern haben auch in dieser Situation aufgepasst, sofort die Räume eng gemacht. Da kommt Leon Goretzka, hat den Ball in Staubsaugermanier sofort an sich gezogen. Nochmal zurückgespielt zu David Alaba, der heute wieder in der Position als Innenverteidiger aufgeboten wird. Und die Bayern sind hier ganz klar die Mannschaft der ersten Anfangsphase, kommen hier zum ersten Mal jetzt in Bedrängnis, weil Bayern 04 Leverkusen sich da ein kleines Übergewicht auf der rechten Angriffsseite verschafft hat. Ball nochmal zurückgespielt zu Lars Bender, der Kapitän von Bayern 04 Leverkusen, der ja zusammen mit seinem Bruder Sven Bender, der die Rückennummer 5 hat, in der Viererabwehrkette aufgeboten wird. Und spielen sich den Ball auch tatsächlich hin und her. Dann geht es nochmal an Lars Bender. Und der versucht es ins Zentrum auf Kai Havertz, aber dann ist der Ball schon wieder weg. Es gibt Freistoß für Leverkusen nach einem Foul da an der Außenlinie. Das war ein leichtes Gerangel, aber alles auf Höhe der Mittellinie. Übrigens unter den Augen vom Bundestrainer Jogi Löw, heute auch hier im Stadion. Es sind ja keine Zuschauer erlaubt, muss man auch noch dazu sagen. Genau, wir sehen es gerade, Stefan hat es gerade gesagt, Jogi Löw ist im Stadion, Köpke ist im Stadion, also die versammelte Nationalmannschaftscrew sozusagen auch dabei. Die lassen sich das natürlich auch nicht entgehen, ist klar, gell? Wollen Sie natürlich sehen, was Ihre Jungs da unten treiben. Stefan, aus der Community kommt schon einiges. Vielen Dank für eure Fragen. Mir 09, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Du willst von Stefan wissen, hat man eigentlich eine enge Bindung zu den Spielern? Enge Bindung in der Form, dass ich jetzt so eng befreundet bin mit jedem Einzelnen, dass wir uns alle zwei Tage im Partykeller treffen. Nein, gerade jetzt nicht. Aber auch vorher möchte ich ganz ehrlich sein, Mia. Natürlich gibt es dann, das ist wie überall, wie in jeder Firma. Es gibt dann immer Menschen, die haben einen engeren Draht zueinander oder die merken, da stimmt die Chemie. Und mit denen unterhältst du dich dann auch mal abends an der Bar beim Bierchen. Dann gibt es wieder welche, wo du sagst, na ja, grüß dich und dann ist auch gut. Also es ist ganz, ganz normal. Es ist natürlich jetzt auch so, dass ich jetzt zum Beispiel mit einem Arjen Robben oder einem Franck Ribéry, also so einem Familienpapa, da hatte ich jetzt zum Beispiel mehr Gesprächsthemen gemeinsame, als jetzt mit irgendeinem, sage ich jetzt mal, mit Fonsi zum Beispiel. Ja, also das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache und war aber für mich jetzt auch nie wichtig. Ich glaube, wichtig ist, dass man gut miteinander arbeitet beim FC Bayern. Und vor allem respektvoll. Und ich glaube, das ist hier, glaube ich, immer passiert. Das weiß keiner besser als du. Mhm. Das ist ein Wert, der hier ganz oben steht und der sicher auch super gelebt wird beim FC Bayern. Spieler haben wir angesprochen. Wir wollen mal einen Blick auf deinen sozusagen Kompetenzbereich werfen, auf die Aufstellung, Stefan, des FC Bayern München. Die ist, wie erwartet, Jens Kober hat es vorher gesagt, das Beste, was Hansi Flick momentan zu bieten hat. Manuel Neuer im Tor, Innenverteidiger, Jerome Boateng, David Alaba, Benji Pavard links, Davies, andersrum, Davies links, Pavard rechts, Doppel-6 mit Kimmich und Goretzka und so weiter und so fort. Also das ist die volle Kapelle, Stefan, oder? Und wenn ich mir dann auch unsere Ersatzbank anschaue, da beginnt der Fußballgourmet mit der Zunge zu schnalzen. Das ist schon Wahnsinn. Da wurde natürlich auch in der Vergangenheit wirklich einfach sehr gut gearbeitet. Absolut, beim FC Bayern München, weil das musst du ja so erstmal hinkriegen, so ein Gesamtkader. Ja. Mich freut persönlich wahnsinnig, dass Niki Süle wieder fit ist. Erstes Mal tatsächlich seit seiner Verletzung. Ja. Niki, sensationell, ich weiß, da bin ich nicht alleine, weil er einfach nicht nur so ein geiler Kicker ist, sondern einfach auch so ein netter Kerl. Super Typ, und da habe ich wirklich mit ihm gelitten bei dieser schweren Verletzung. Und es freut mich auch jetzt im Spiel zum Beispiel, weil ihr werdet bestimmt ja auch so wie Lukas und ich, oder? Irgendwo auch noch wirklich ein Screen haben, wo ihr das Spiel unserem Handy praktisch. Und ich bin jetzt auch schon von der Schnelligkeit des Spiels relativ angetan. Und man sieht deutlich, dass hier Lukas wirklich zwei der besten technischen Mannschaften Deutschlands aufeinandertreffen. Denn auch wenn ich mir anschaue, was Bayer Leverkusen da aufbietet, jetzt nicht nur Kai Havertz, das ist schon auch, also die musst du schon ernst nehmen. Und der Ball geht schnell. Die Bayern mit leichtem Vorteil, wie ich finde, und was mich auch freut, jetzt dass zum Beispiel, Vorsicht, wieder Kingsley Coman. Müller versucht, aber der ist noch heiß. Aber gut attackiert, auch das ganz interessant. Also bei den Leverkusen merkt man, du siehst auch, wie sie draufgehen. Ja, genau. Du siehst jetzt auch, da wird jetzt nicht, ich habe den Ball verloren, jetzt ziehe ich mich zurück und dadurch ist er schon wieder bei uns. Uiuiui, sehr auch intensiv. Zwei sehr offensiv ausgelegte Mannschaften, muss man, glaube ich, sagen. Also die Leverkusen auch mit brutal offensivem Pressing in den letzten Spielen, aber auch die Bayern, also ab dem 16er eigentlich angelaufen. Das sind ja zwei Mannschaften, die jetzt nicht wirklich verteidigen wollen. Ja.
und können. Richtig. Also die leben einfach von ihrer Technik, von ihrem Angriffsspiel. Hast du auch übrigens gesehen, dass Fonsi, Alphonso Davies, was der für eine Karriere jetzt oder was der für einen Schritt gemacht hat in den letzten Monaten, ist unfassbar. Aber ihr müsst mal darauf achten, wie der jetzt auch schon gedoppelt wird. Also wie wirklich, wenn der am Ball ist. Einer mit 5 Meter Vorsprung und einer daran. Weil es hat sich natürlich mittlerweile rumgesprochen, was der FC Bayern da für eine Granate auf links hat. Der Junge schnell. Mit Fonsi Davies und mit Kingsley Coman sind wir natürlich heute auch da wirklich gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz, Stefan, gab es eine Niederlage gegen Leverkusen. Wir erinnern uns ungern zurück. Ja. Eine von zwei unter Hansi Flick. Und was er dazu gesagt hat, das wollen wir uns mal schnell anhören. Man kann uns nicht mehr mit dem damaligen Spiel vergleichen. Die Mannschaft hat natürlich auch sehr, sehr viel, oder sie hat sich entwickelt, gerade auch in der Defensive. Wir stehen besser, aber klar wissen wir natürlich auch, dass Leverkusen enorm viel Speed in ihren Reihen hat und wir müssen einfach auch da das richtige Mittel finden. Wir haben uns darauf eingestellt. Ich glaube, denke auch schon bei dem Spiel in Leverkusen jetzt vor wenigen Wochen, da waren wir auch ganz gut eingestellt und deswegen bin ich da guter Dinge, dass wir auch dieses Morgen so leisten können. Wahnsinnig wichtige Personalie beim FC Bayern München, hat ja auch seinen Vertrag verlängert. Was hat er für einen Anteil an diesem Erfolg, dass es so gut läuft gerade? Also ich glaube, einen überragenden, einen sehr, sehr großen. Dass Hansi Flick ein Fußballfachmann ist mit einem perfekten Fußballfachwissen, das weiß jeder, der ihn kennt, über viele Jahre, ja auch in seiner Funktion schon bei der Nationalmannschaft. Dass er jetzt, und das hat er jetzt ganz deutlich gezeigt, dass er auch noch über eine sehr große soziale Kompetenz verfügt. Dieses Menschenführen. Und das finde ich ja in der heutigen Zeit als verantwortlicher Trainer einer solchen Fußballmannschaft, wie es der FC Bayern hat, finde ich das ja extrem wichtig. Und der Hansi macht es mit Bravour. Er schafft es einfach, jedem einzelnen Spieler, der auch mal nicht in der Startelf steht, das Gefühl zu geben, Junge, du gehörst zu uns, ich brauche dich, eine Saison ist lang. Du weißt, du spielst beim FC Bayern, wir tanzen gerne auf allen Hochzeiten bis zum Ende. Und daraus resultierend ist diese gute Stimmung in der Mannschaft. Und die ist wichtig, wenn du mich fragst, um das Optimum an Leistungen wirklich auch abzurufen. Und da muss ich sagen, Chapeau, wie Hansi Flick das gemacht hat in den letzten Wochen, Monaten. Ich bin auch wahnsinnig glücklich, dass er zum Cheftrainer ernannt wurde und jetzt die Ära Flick begonnen hat, wenn du mich fragst, also traue ich zu. Aber natürlich nicht nur der Hansi, es ist dann auch das Umfeld, also alle Leute, die mit ihm arbeiten. Wenn ich jetzt daran denke, dass Miroslav Klose auch noch ins Trainerteam stößt, unser Tiger Hermann Gerland, der ja sowieso, glaube ich, allein durch seine Präsenz schon ein der gute Engel ist im Team. Absolut, ja. Und alle, auch die medizinische Abteilung, die sich so um die Spieler kümmert, das ist alles jetzt ein sehr homogenes Gefüge und das siehst du auch auf dem Fußballplatz. Er wird ja auch immer ein bisschen verglichen mit Jupp Heynckes, den kennst du auch noch, hatte auch diese Eigenschaft des Menschenführens, einen ganz engen Draht zu den Spielern, hat sich die Jungs gepackt. Das ist übrigens genau das, was man jetzt auch hier im Training an der Säbener Straße sieht, das können wir euch sagen von unserem alltäglichen Geschäft hier im Training. Hansi Flick nimmt sich den einen oder anderen raus, die setzen sich mal 5 Minuten irgendwo hin, quatschen miteinander, also da ist eine wahnsinnig gute Kommunikation und man hat auch von außen den Eindruck, da stimmt es einfach. Also das passt. Und das macht der Weltklasse. Da, glaube ich, haben wir noch sehr, sehr viel gute Erfolge vor uns. Was der FC Bayern jetzt auch unter diesen wirklich erschwerten Bedingungen in der Corona-Zeit mit den Geisterspielen, was die jetzt da abgeliefert haben, auch an fußballerischer Qualität. Also da war ich wirklich, obwohl ich so traurig war, ich habe immer gesagt, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich natürlich das Stadion vermisst und euch alle und die Fans und unsere Stimmung. Auf der anderen Seite aber hat mir das, was da passiert ist auf dem Platz, ganz großen Respekt abgerungen, weil das war von der Intensität her auch und wie sie gespielt haben, Pressing, das Spiel gegen den Ball, so diese Gier sofort nachgesetzt, sodass der Gegner eigentlich ganz selten in Richtung Manuel Neuer kam. Das war alles so fantastisch. Ihr merkt schon jetzt, ich möchte jetzt nicht so
zu sehr schwelgen. Ja, aber du hast das recht. Hat mir einfach absolut Freude gemacht. Ja. Absolut. Der FC Bayern, glaube ich, auch einer der großen Gewinne, auch sportlich. Natürlich als Meister der Corona-Unterbrechung hat man auch gesehen, wie schnell sich die Mannschaft mit der Situation arrangiert hat. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch niemanden, Lukas, der wirklich, auch die, die den FC Bayern, ich sag's jetzt mal, nicht mögen, aber ich habe nicht eine Stimme gehört von irgendwoher, die gesagt hätte, dass diese Meisterschaft, diese 30. nicht vollkommen verdient war. So. Und zwar sportlich verdient und einfach jeder gesagt hat, ja, ihr seid die Besten. Auch von den größten Rivalen. Ja. Ist ja dann auch mal schön zu hören und ein ehrliches Eingeständnis. Eine Wertschätzung der Arbeit, die hier absolut geleistet wird. Absolut. Jetzt sehen wir gerade, die Verteidigung ist gefragt, schnell über links außen. Ja, der Bailly, sind offensiv der stark. Ist, der Bailly ist auch wahnsinnig schnell. Da muss man aufpassen. Ja, Neuer nochmal Glück. Mhm. Apropos Manuel Neuer, der hat über seine Abwehrjungs gesprochen, die ja auch einen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz anhören. Ja, mach, komm. Ja gut, dass wir eine schnelle letzte Kette haben mit unserer Viererkette, das ist auch klar. Und wir wissen aber nicht nur die Spieler, die spielen jetzt, sage ich mal, von Leverkusen, auch die, die möglicherweise auch reinkommen können. Das sind schon auf jeden Fall Spielertypen, die Speed haben. Und das kennen wir ja auch aus den letzten Jahren und jetzt auch aus dieser Saison. Und darüber wissen wir Bescheid. Und ich denke auch, dass die Angreifer von Leverkusen oder auch die, die aus der zweiten Reihe nach vorne starten, über die Schnelligkeit und über die Fähigkeiten unserer Viererkette auch einfach Bescheid wissen. Und für mich als Torwart ist es so, wenn wir gerade auch hochstehen, dass ich natürlich mich auch dementsprechend anpasse, je nach Spielsituation, um dann eventuell auch eingreifen zu können. Also Stefan, ganz interessant, was Manuel Neuer sagt. Sie haben wahnsinnig Schnelle natürlich da auch in der Kette. Das ist heute extrem wichtig. Wir haben gerade Bailly gesehen in der Situation, bevor wir in den O-Ton geschaut haben. Kai Havertz ist natürlich auch ein Name, der da fallen muss mit diesen Speed-Leuten bei Leverkusen vorne. Wie gefährlich kann das werden? Wenn man nicht aufpasst, sehr gefährlich. Und der Manu hat es gerade eben gesagt. Finde ich übrigens ganz beachtlich. Man könnte ja hergehen, auch als ein Manuel Neuer. Der Mann ist Weltmeister, der ist Welttorhüter. Ich weiß nicht, wie oft Manu jetzt schon deutscher Meister wurde, aber bestimmt auch schon 7, 8 Mal. Ja. Und was mir immer so imponiert, und das ist das Entscheidende, du darfst dich da nicht auf Lorbeeren ausruhen. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Und du hast gehört, wie Manuel redet, der nimmt die Leverkusener nicht auf die leichte Schulter. Da ist kein bisschen was dabei mit, wir sind der FC Bayern München. Natürlich, wir sind mir. Das heißt, wir wissen schon auch, was wir können. Aber das steht ja nicht in den Vereinsstatuten, dass der FC Bayern jedes Mal deutscher Meister wird oder den DFB-Pokal gewinnt. Das musst du dir auch genauso erarbeiten wie alle anderen auch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was den FC Bayern ausmacht. Die Jungs nehmen ihren Job ernst und sie machen das gut und sie gehen hochkonzentriert. Jetzt haben wir gerade eine spannende Szene. Wart schnell, weil wer weiß, dass Robert David Lewandowski, Alaba, ja, oder, und auch David. Meinst du, David macht's? Ich, ist eine linke Position. Es ist schon auch für David als Linker schon eine schöne Position. Das ist ungefähr 17 Meter. Die übt er bis zum Erbrechen im Freistoß. Ja, mal, er kann das auch. Ja. Liebe Bayern da draußen. Und ich will nichts verschreien, aber schon mal. Das will ich nur kurz vorwegnehmen. Wenn es ein Tor gibt, dann brauche ich deinen Torschrei. Jawohl, und da ist es! Ja! Stefan Lehmann. Ja! Meine Bayern-Fans, in der 16. Spielminute Tor für den FC Bayern München durch unsere Nummer 27, David! Alaba! David! Alaba! David! Alaba! Neuer Spielstand. FC Bayern München. 1. Bayer Leverkusen. 0. Ja, danke. Ja, bitte. Es fühlt sich schon fast wieder ein bisschen an wie in der Allianz Arena. Hab ich dir nicht gesagt? Wahnsinn, Weltklasse. Ja. Wir sehen gerade nochmal die Wiederholung. Das ist wirklich sensationell. Also. Ach, David. Mit 2 Schritten Anlauf, ich würde mal sagen, locker, easy, oben rein, fast schon ein bisschen gechippt. Also, das ist sensationell. Ja, das kannst du nicht besser machen. Ich sag noch, es ist eigentlich seine Position als Linker, 17 Meter. Ach, David, bist du deppert, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie viele aus TU Felix Austria uns zuschauen. Ihr könnt stolz sein auf euren David Alaba. Ich weiß nicht, immer Sportler des Jahres, glaube ich, auch. Ja, ja, natürlich. Ja, es wurde letztes Jahr, wurde es, glaube ich, erst mal ein Skifahrer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also korrigiert mich gerne, aber... Ja. Und liebe Österreicher, bitte seid uns nicht böse, wenn wir Bayern alles versuchen, um den David
die nächsten 34 Jahre beim FC Bayern München zu halten. Ja, ich hoffe absolut. Dann doch, dass er bleibt. Ich denke auch, dass er es tut. Ja, wir hoffen es, wir hoffen es. Ja, Colin Nachtmann hat das Tor gerade verpasst. Traumtor schreibt er. Ja, das war ein Traumtor, definitiv. Hat Potenzial zum FC Bayern-Tor des Monats, würde ich mal sagen. Ja, also ganz, ganz genau. Schau mal, jetzt kommt sie schon wieder schnell. Den kriegt nicht mal Fonsi. Ja, und das mag was heißen. Das, glaube ich, kann man auch ganz klar sagen. Wenn nicht mal Fonsi diesen Ball abläuft. Ja. So, ihr habt es gehört, Stefan Lehmann hat nichts verlernt. Ja. Nach 25 Jahren Stadionsprecher da sein. Aber wenn ich jetzt schon mal da bin, oder? Ich meine, Lukas, wir freuen uns. Ich habe es gefühlt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Es fühlt sich wieder ein bisschen an wie Allianz Arena, wie Wohnzimmer. Ja. Das ist. Und ich habe euch auch mitschreien hören. Also ich glaube auch, dass in einigen Wohnzimmern, in einigen Wohnzimmern sicher jetzt ein bisschen der Pegel hochgegangen ist. Stefan, eine Frage von Robin D. passt ganz gut zu dem Thema, das wir gerade hatten. Wie kam es dazu, dass du Stadionsprecher wurdest? Das ist ein bisschen abseits jetzt, aber sehr interessante Geschichte. Ich will es relativ kurz fassen. Ich war damals auch in Bayern ein relativ bekannter Radiomoderator, weil ich einfach auch der Mann der ersten Stunde bei Antenne Bayern war damals. Und es war dann einfach so, dass der Uli Hoeneß, wenn es irgendwie um die Geschichte des FC Bayern geht, dann kommst du um Uli Hoeneß nicht drum rum. Der Uli hat natürlich immer einen richtigen Riecher gehabt. Der Uli hat einfach damals gesagt, so viele Bayern-Fans sitzen eben über den Freistaat verteilt. Also möchte ich gern eine Kooperation mit einer landesweiten Station eingehen. Damals Antenne Bayern, jung, innovativ, alles gut. Und dann war das halt so, dass zufällig der Morning Man von Antenne Bayern ein gewisser Stefan Lehmann ist, der seit 35 Jahren, damals noch nicht, aber Mitglied, bin jetzt Mitglied Nummer 1700 noch was. Oh. Es war einfach bekannt, dass ich ja aus der Südkurve komme. Und so war also dann der Weg zu sagen, ich gehe eine Kooperation mit einer Radiostation Antenne Bayern ein und hole mir dann den populären Morgenmoderator als Stadionsprecher. Der war relativ nachvollziehbar und so kam das. Super. Sehr interessante Geschichte. Ich hatte vorher immer. Wie die Dinge manchmal laufen. Darf noch eins dazu sagen, Lukas. Ich habe ja damals auch gedacht, ich höre nicht richtig, weil ich hatte ganz normal auch meine Jahreskarte damals im Olympiastadion noch. Das war noch Block X. Also als ich irgendwann mal aus der Südkurve raus bin, so Ende 20, Anfang 30. Wo man vernünftiger ist. Aber ich habe gesagt, ich gehe aber nicht weit weg. Also hatte dann eine Jahreskarte an Block X, der war direkt links daneben. Und da saß ich immer und ich hätte mir nie träumen lassen, dass als ich da immer saß, dass in ein paar Wochen später ich dann plötzlich hochoffiziell da unten stehe und sage, hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Also als das Ganze an mich herangetragen wurde, da dachte ich auch, wie bitte? Und jetzt lebst du deinen Traum, kann man das so sagen? Ja, natürlich. Ich meine, da musst du schon auch Herzblut reintun. Also, weil das kannst du, glaube ich, mit allem, was diesen Sport ausmacht und auch was die Fans wollen und auch die Aufgaben. Also, du bist ja als Stadionsprecher so ein Bindeglied zwischen Verein, zwischen den wichtigen Sponsoren und dem Publikum. Und so verstehe ich mich auch. Und ich versuche immer Brücken zu bauen. Und habe Verständnis für alle Seiten und versuche das eben zusammenzubringen. Und wenn es mir gelingt, dann bin ich froh. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ihr draußen, ihr zu Hause, wenn ihr in der Allianz Arena seid, wenn ihr zu Hause seid, man hört dich ja auch zu Hause ganz gut mit deiner unverkennbaren Stimme. Also das funktioniert sehr, sehr gut. So, Spiel läuft weiter. Jetzt vielleicht mal Serge Gnabry, ist im 16er angekommen. Ja. Oh. Thomas Müller, da hätte er die Chance gehabt. Ja, auch der kam mal rein. Auch Serge, also wenn du dir das anschaust, jetzt. Ja, mein David wieder ein Torschützen. Da gab es einen ganz schönen Tweet übrigens, den wollen wir uns mal schnell anschauen. Ja. Zu David Alabas Traumfreistoß, so haben sie gejubelt. Ala Boom! Ala Boom, jawohl, so schaut es nämlich aus. Verlängert. an Verlängerten. Na, bitte. Schauen wir mal, ob er verlängert. Wir hoffen es alle, dass er bleibt. Er hat, wie gesagt, wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er. Auch das kann unfassbar gut Freistöße treten. Also er übt das hier bis zum Erbrechen nach den Trainingseinheiten. Oft mit Robert Lewandowski zusammen. Ja. Waren jetzt auch die beiden, die da standen, wo wir spekuliert haben. Mhm. Du hast von Anfang an gesagt, David macht's. Mhm. Solltest recht behalten. Das kann gern so weitergehen, Stefan. Ja, also gerne. Die Tore voraussagst, habe ich nichts dagegen. Ich Robert auch schon zutraue aus der Position. Das Ding allerdings. Aber eher rechts. Eher in den anderen, in das andere Eck. Ja. Achtung, das war übrigens... Die Wiederholung. Oh. Also, wie gesagt, natürlich sind wir jetzt hier im Studio vom FCB TV. Wir sitzen hier an der Säbener. Ihr seht hinter uns den Trainingsplatz. Und natürlich sind wir Bayern, der Lukas und ich. Aber
Aber auch wenn man jetzt neutral wäre, wenn man sich das anschaut, die Entwicklung der Spieler. Schau dir die Präsenz eines Leon Goretzka an. Wahnsinn. Schau dir an, was Serge Gnabry für einen Weg gemacht hat. Von Joshua Kimmich. Ich weiß noch, wie ich den Josh gesehen habe vor 5 Jahren. Da war der erste Einsatz, das war gegen Dynamo Zagreb in der Champions League. Da war er noch 17. Und da habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ich habe gesagt, was macht denn dieser Bub da? Das ist ja, und da war mir aber klar. Und auch als ich ihn dann kennengelernt habe und wie er redet, wie er seinen Job, wie ernst er das nimmt. Wie professionell er das angeht. Da wusste ich, der macht seinen Weg. Und was der jetzt schon für einen, auch aus der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Ich bin stolz wirklich auf alle, ganz ehrlich. Auch Jerome wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Thomas Müller, Nico schreibt es gerade, Müller macht noch einen. Wir hoffen es auch, Nico. Ja. Ja, also das sind alles Leute, die da wirklich jetzt auch nochmal brutal aufgewühlt. Robert Lewandowski, sorry Jungs, aber Mädels, das ist nun mal der beste Mittelstürmer der Welt. Denn in der heutigen Zeit, in einer Bundesliga, beim heutigen modernen Fußball, wo du keine Zehntelsekunde eigentlich Zeit hast, den Ball anzunehmen, weil du sofort den Atem des Abwehrspielers im Nacken spürst, sich trotzdem so durchzusetzen, diesen Riecher zu haben, so viele Tore zu schießen, das ist eine herausragende Leistung. Froh, dass wir Robert haben. Ja, absolut. Also ich Achtung, glaub, Achtung, Serge. Schauen wir uns erstmal das Tor an. Ja, da ist es! Serge Gnabry. Wir haben es genau im richtigen Moment haben wir unterbrochen. Soll man nochmal? Unbedingt. Wenn Stefan Niemann hier ist, dann muss dieses Tor ausgerufen werden. In der 24. Spielminute. Grazo Tor feiert. Für den FC Bayern München. Durch und... Ah, ist das schön. Hier, schau her. Müssen wir uns nochmal anschauen. Jetzt startet nochmal. Entschuldige ganz kurz. Ich muss es nochmal anschauen, weil es einfach zu schön war. Und dann schau, macht er das einfach direkt ins lange Eck. Durch unsere Nummer 22, Serge Gnabry. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Neuer Spielstand. FC Bayern München. 2. Bayer Leverkusen. 0. Danke. Bitte. Vielen herzlichen Dank dafür, Stefan. Ich sehe, der Abend geht absolut in die richtige Richtung. So muss es sein. Weltklasse. Brazzo. Unser neuer Sportvorstand, er seit dem 1.7. feiert das auch an der Seitenlinie völlig zurecht. Also wieder auch ein verdammt starker Pass, der da durchgesteckt wurde. Joshua Kimmich war es, glaube ich, der den da auf Serge Gnabry gelegt hat und dann vollstreckt Gnabry aus einem gar nicht so leichten Winkel, muss man sagen. Nee. Also sensationell, du hast gerade über ihn gesprochen. Ja, die Außenbahnen, Stefan, da kam ein nicht so unwichtiger Name hinzu in der vergangenen Woche, auf den schon viele, viele gewartet haben. Die schon, da wurde schon wahnsinnig viel spekuliert. Dazu passt eine Frage von OL. Wie wird sich der Torschrei zu Leroy Sané anhören? Ich habe auch schon so viele Tweets bekommen und auch schon Posts. Schrei doch mal die Sané aus. Stefan, wenn Leroy hier seine Tore macht und das werden viele werden in der kommenden Saison, dann müsst ihr spielen, aber bitte mit Sané. Ja, irgendwie das, so zuspielen. Eine sensationelle Idee. Ja, man muss erst mal mit ihm reden. Wenn man das will. Aber ich denke mal, dass wir das genauso machen. Ja, es ist natürlich, ich meine, der Wortwitz oder die Wortspielerei liegt nahe, ja, allererstes. Sahne und so, weiß ich aber gar nicht, ob ihm das so recht wäre. Eben, also, muss man ich hoffe, ich werde ihn bald kennenlernen und dann werde ich mit ihm mal sprechen und ich bin ja auch da für euch, aber auch eben auch für die Spieler. Und wenn jetzt jemand sagt, das habe ich nicht brauche so gern, nicht das so, brauche ich jetzt nicht so, dann passiert das natürlich. Ja. Bin auch hin und habe gesagt, damals zu Kimmich, sage ich, heißt du jetzt Joshua oder Joshua? Ja. Und dann sagte er mir, schön, dass du fragst. Mich spricht man wirklich, obwohl ich SH geschrieben werde, aber mich spricht man wirklich Joshua aus. Bei Meister Zirkzee ist das wiederum anders. Richtig. Und auch eine Frage, die er mit Sicherheit schon 1000 Mal beantwortet hat. Natürlich. Aber klar, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte das Glück schon, ich durfte Leroy Sané schon kennenlernen. Ich war an seinem ersten Tag dabei. Er ist ein unfassbar sympathischer Mensch. Okay. Also, dass er ein sensationeller Fußballer ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber er ist auch wahnsinnig sympathisch, hat nach seinem langen Flug hier noch an der Säbener Straße alles durchgezogen. Es war ja vergangene Woche, wir haben gerade die Bilder gesehen, war dann am nächsten Tag hier bei der Vertragsunterschrift. Ja.
hat das alles eisern durchgezogen. Also ich glaube, du wirst viel Freude haben, ihn kennenzulernen. Er kommt ja auch so in Mannschaftsgefüge, wo er viele kennt. Wir sehen übrigens in der Halbzeit, das nur kurz vorweggenommen, auch nochmal den ersten Tag von Leroy Sané hier in München. Wir haben ihn, wie gesagt, die ganze Zeit begleitet, waren hautnah dabei. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie so die ersten Stunden abliefen. Jetzt vielleicht noch erstmal ein Tor, Robert Lewandowski. Robert, ja. Ich glaube, Lukas, dass das für Leroys Entscheidung, zum FC Bayern zu kommen, übrigens auch nicht ganz unwichtig war. Mit den Mitspielern? A, dass er wusste, wer sein Cheftrainer wird. Absolut, Hansi den kannte Flick, er auch noch. Den er ja auch noch kannte aus der Nationalmannschaftszeit, die damals schon gut miteinander konnten. Und wenn du natürlich dann mit Leon Goretzka, mit Niki Süle, mit Josh Kimmich dann wieder weißt, die sind jetzt meine neuen Kollegen und wir mögen uns, das ist ja auch ein schönes Gefühl. Das ist eine Crew auch irgendwie. Ja, genau. Das ist ein schönes Gefühl auch. Da ist ja dann eine nicht sehr lange Anlaufzeit. Also der wird hier ankommen und da sein. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Das ist so, es passt einfach zusammen oder es kommt das zusammen, was zusammengehört. Wir schauen nochmal kurz ein bisschen aufs Spiel. Das sieht schmerzhaft aus. Mhm. Hat er was abbekommen? Sieht nach Leon aus. Ist es Leon, ja. Leon Goretzka. Und Ball war das, glaube ich, eher nicht. Ja, es ist, ich glaube, was man auch sieht, das finde ich relativ interessant, Lukas, dass da hat er sich jetzt wirklich wehgetan. Wer mal Fußball gespielt hat, weiß, was das ist, so ein Stollen, gerade hier hinten in, also auch ein bisschen in die Ungeschützten. Ja, genau. Aber die Intensität der Spiele, wie ich finde, ist schon sehr, sehr hoch. Und es wird auch, wenn mal was wehtut, schneller weitergespielt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich glaube, die Netto-Spielzeit ist dramatisch nach oben gegangen, weil einfach, ja natürlich, jetzt muss ich mich nicht noch fünfmal überschlagen, so ist es. Es pfeift ja eh keiner. Du bist doch nicht so aufgepeitscht, denke ich. Also ich meine, wir können es beide jetzt, du noch vielleicht für mehr als ich, aber nicht einschätzen, wie es auf dem Feld ist, aber es ist, man wird schon ein bisschen so, vielleicht auch noch ein bisschen aufgepeitscht von den Fans. Also das ist schon auch eine entscheidende Sache. Also wir sehen gerade nochmal die Tore in der Wiederholung, ihr zu Hause wahrscheinlich auch. Beides sensationell gemacht. Ach, Bastian. Ja, Fußballgott freut sich. Basti Schweinsteiger heute das erste Mal im Einsatz als Experte. Gut, schaut er aus. Schneidig, oder? Ja, der Bastian, verstehst du. So. Gebräumt, es geht wieder. Leon Goretzka steht wieder. Ganz, ganz wichtige Nachricht. Ein Baum von einem Mann nach der Corona-Krise hat er sich hier auch sportlich nochmal weiterentwickelt, was die Muskulatur angeht. Ich finde auch jetzt, wie er mit Josh, mit Kimmich, wie die sich jetzt da hinten auf der Doppelsechs, beides noch relativ junge Spieler, aber wie souverän, wie ruhig, wie abgezockt die das schon. Die wollen auch Verantwortung übernehmen, das Gefühl, glaube ich, oder? Schön. Absolut, absolut. Mir ist Samir und Servus, Nazgul, grüß dich. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Schickt uns gerne auch weiterhin eure Kommentare, eure Fragen an Stefan Lehmann. Gerne. Wir werden alles versuchen zu beantworten, auf vieles einzugehen und freuen uns über hoffentlich noch ein paar Bayern-Tore, um diesen Pokal hier zu holen. Schau mal, wir haben ihn uns schon mal reingeholt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, jetzt sind wir schon so lange hier, aber er fühlt sich so gut an. Ich gebe ihn den Steam mal. Und der wiegt richtig was, ja, oder? Nimm ihn mal, auch eine Replik ist, ich sage es mal auch, vielen Dank. Es ist nicht das Original, sagen wir mal ganz ehrlich. Das Original. aber ich weiß, aber er hat das Originalgewicht. Ja. Und ich war immer bei den diversen Feiern auf dem Rathausbalkon in München am Marienplatz, als der FC Bayern, als wir zurückkamen aus Berlin, dann meistens ja direkt am Sonntagmittag mit euch, mit vielen von euch, auf den Marienplatz gegangen. Und da stand der ja auch immer mit der Meisterschale da oben und ich auch immer, wenn ich was sage oder wenn ich das Mikro habe, ich habe immer mit einem Auge, schiele ich immer auf diese Dinger, weil ich mir denke, um Gottes Willen, der darf jetzt da jetzt nicht runterkippen. Noch dazu ist der ist dann auf dem Rathausbalkon auch meistens gefüllt, lieber Lukas, und zwar nicht mit Wasser. So viel sei mal vorweggenommen. Wir haben vorher mal geschätzt, was glaubst du, wie viel geht rein? Liter? Ja. Pass auf. Viel. Da man darf es nicht unterschätzen, ja, so viel sei gesagt. Warte mal. Also wir haben auch nur spekuliert. Okay. Habt ihr es nachgemessen? Nee. Oder so? Wie viele Liter passen da rein? Ich würde mal locker sagen 12. 18 ist wohl. Aber du bist, also ich hätte eher so gesagt so 5, aber ich hätte nie gedacht, dass so viel reingeht. Das war 8 Liter passen acht da. 8 Liter, ja. Also ungefähr haben wir mal vorher so logischerweise abgeschätzt. Achtsam. Das Kollege ist ja dann zum 8. Mal deutscher Meister hintereinander 8 Liter in die Pokal. Genau, passt. Wir sind achtsam heute Abend, der Lukas und ich. Absolut. Und seid 8 hier.
Mit allen unseren Fans, um es weiter zu. Jetzt ziehen wir es durch, Stefan. Jetzt ziehen wir es durch. Die Wortwitzkette. Also auf 32. Minute und der FC Bayern im Vorwärtsgang. Schau mal, du, jetzt fangen sie an zu zaubern. Schau mal, über Twitter haben wir noch ein schönes Lob bekommen für Hansi Flick. Das wollen wir auch nicht vorenthalten. Und das ist, glaube ich, völlig zu Recht angebracht. Diese Spielfreude, dieses Pressing nach Ballverlust, der Einsatz füreinander und die Geschwindigkeit im Spiel. Flick hat den Fußball beim FC Bayern enorm weiterentwickelt. Sehr ansehnlich. Kevin, das, glaube ich, können wir beide unterschreiben. Stefan hat es vorher schon gesagt. Der Mann hat Ahnung. Absolut. Absolut. Das ist so. Ja. Ja. Das ist genau das, was wir hier sehen. Er ist auch, ich finde, an der Seitenlinie, er wirkt immer total ruhig, aber dennoch irgendwie bestimmt. Also er ist, da hat eine super Art, mit den Jungs umzugehen. Und das strahlt natürlich auch ab auf so eine Mannschaft. Ja, das sieht man, die Einzelgespräche, die wir angesprochen haben. Ja. Also die Jungs wissen, woran sie bei ihm sind. Ja. Und das, also ich bleibe dabei. Ich habe vorhin eingangs der Sendung, lieber Lukas, habe ich von der Ära Flick gesprochen, die ich für wirklich möglich halte. Mit dem Arbeitsumfeld, auch natürlich mit den verantwortlichen Menschen beim FC Bayern. Jetzt ein Oliver Kahn zurück. Wenn jemand Ahnung hat vom Profifußball, dann ist es unser Olli, unser Titan. Definitiv. Pratzo, der hat er jetzt mit Leroy wirklich auch wieder unter Beweis gestellt, der auch weiß, wie es geht. Und mit Hansi Flick und auch Karl-Heinz Rummenigge, ich will jetzt hier nicht anfangen zu schleimen, aber das sind halt einfach alles Menschen, die selber gegen den Ball getreten haben. Die wissen, wie der Hase läuft. Die wissen, wie es funktioniert und die ihren Job halt gut machen. Mhm. Punkt. Definitiv. Ist so. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben auch dieser Steigerung. Jetzt sehen wir ihn gerade, neuen Sportvorstand, ehemals jetzt Sportdirektor. Mein Gott, ich weiß noch, wenn ich Pratzo sehe jetzt, weißt du, da geht in mir so ein Film ab. Hasan Salihamidzic, ich war ja auch 2001 in Mailand, ja, gegen den FC Valencia, als sie die Champions League gewonnen haben, damals im Elfmeterschießen. Und da war Pratzo ja noch auf dem Feld, weißt du, da hat er ja noch... Er hat so einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, damals habe ich mit Olli Kahn den Henkel-Pott als Spieler geholt, jetzt holen wir ihn als Verantwortlichen. Ach, wie schön. Und wie traumhaft wäre das, wenn Oliver Kahn und Pratzo zusammen in München beim Finale den Henkel-Pott in die Höhe stellen? Das wär's. Das wär's tatsächlich. Das ist Fußballromantik. Dein Wort in Fußballgottes Ohr. Wir nehmen es mit. Basti Schweinsteiger hört zu. Apropos Fußballgott. Colin hat geschrieben, nochmal zum Pott, ein guter Krug fürs Weißwurstfrühstück. Ich weiß nicht. Könnte ein bisschen viel werden, aber man kann es mal versuchen. Warum nicht? Wir waren bei den Neuzugängen, Stefan. Da wollen wir auch noch auf die anderen schauen. Mhm. Gab ja noch ein paar Meldungen. Ihr habt vorher auch mal gefragt, wie man den Kollegen ausspricht, das Talent, das zum FC Bayern gekommen ist. Kouassi. Also, vom Paris Saint-Germain. Tanguy Nianzou will er eigentlich genannt werden. Also Kouassi das ist, glaube ich, auch der Name, der dann auf dem Trikot stehen wird. Also Tanguy Nianzou. Mhm. Auch ihn haben wir begleiten dürfen in München. Ist auch ein ganz, ganz netter Typ, ein Riesentalent. 18 ist er, gell? 18 Jahre jung. Sehr kopfballstark, Innenverteidiger, kann auch Sechser spielen. Hat auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er wirklich Qualität hat, die er bei Bayern einbringen kann. Die, jetzt hier sehen wir die ersten Bilder vom ersten Tag hier, das Ankommen an der Selbener Straße. Also ein weiterer wichtiger Transfer, der Hasan Salihamidzic gut geschrieben werden kann. Auch eher ein sympathischer Junge, den wirst du sicher auch bald kennenlernen. Ja. Tanguy Nianzou. Ja, gilt als eines der ganz, 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 ganz großen Talente im Abwehrbereich. Und der FC Bayern hat ihn sich gesichert. Das sieht man. Du musst ja als Verantwortlicher heute nicht nur an das Final-Eight-Turnier jetzt in ein paar Wochen denken, sondern du musst ja schon 2023, 2024 auch ins Visier nehmen. Ja, und da passieren tolle Sachen beim FC Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist viel in die Wege geleitet worden. Und dann haben wir noch Alex Nübel, um das Trio sozusagen komplett zu machen. Eben. Der ja auch diese Woche das erste Mal hier in München war. Auch er war beim Medizincheck, auch hier waren wir dabei. Sehen wir noch mal ein paar Bilder. Mhm. Haben ihn begleitet. Auch der Alexander, ich meine, wissen wir auch, was der drauf hat. Wahnsinnig jung. Du bekommst den ablösefrei. Und er kann jetzt noch lernen. Er kann lernen. Also der ist jetzt mit Manuel Neuer richtig. Und hat Luft. Richtig, ja. Mit Toni Tapanovic. Natürlich kann man auch sagen, Lukas, jetzt viele, die es immer böse meinen, sagen, das geht doch nicht, wie soll denn das funktionieren? Das ist das, worüber wir vorher geredet haben. Da gibt es keinen besseren Mann als Hansi Flick, der es versteht. Eine Mannschaft, jeden einzelnen Spieler des Kaders bei Laune zu halten und ihm das Gefühl zu geben, auch wenn du jetzt nicht immer von Anfang an spielst,
wir brauchen dich. Absolut. Und du bist wichtig. Ich bin ein ganz großer Fan auch von Sven Ulreich, um das einfach nur mal zu sagen, weil der Sven ist für mich so ein Paradebeispiel. Der natürlich ist Manu die Nummer eins. Müssen wir nicht reden. Und Sven, wenn er, als er spielen musste, als Manu länger verletzt war, oder auch wenn man ihn braucht, er ist da. Der ist immer da. Der gibt, der weißt du, der performt. Point einfach, ja. Und ist aber auch ganz wichtig für das Mannschaftsgefüge, auch in der täglichen Arbeit. Wenn du mal siehst, wie Sven immer mitfiebert bei den Bundesligaspielen, obwohl er nur auf der Ersatzbank sitzt, wie er sich aufregt über Schiedsrichterfehlentscheidungen, sowas imponiert mir. Der ist dabei und der ist der FC Bayern München und auch ein Top-Torwart. Ja? Und nur im Team funktioniert es. Und dann hast du auch den Erfolg. Weißt du, was ich auch sensationell fand, gerade wo du Sven Ulreich ansprichst, wie die Fans ihn aufgenommen haben. Mhm. Wie das auch unterstützt wird. Ich kann mich da sogar an einen Abend, an einen Pokalabend, jetzt schauen wir uns erstmal an, ob das dritte Tor fällt, Robert Lewandowski, ja. Nee, unterbunden, in Berlin erinnern, als die Fans, war die Feierei eigentlich schon durch, nochmal gerufen haben, Ulle auf den Zaun. Ja. Sven Ulreich nochmal in die Kurve geholt haben, da habe ich Gänsehaut bekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist Weltklasse. Also auch da haben die Bayern-Fans ihn aufgenommen, ihn einfach auch ihm das Zeichen gegeben, du bist Teil dieses Erfolgs, auch wenn du, wie du sagst, einfach manchmal weil sie das auch auf der Bank sitzen kannst. Ich weiß, dass ihr alle, die uns zuschauen, die den FC Bayern im Herzen haben, du dem brauchst denen nichts vormachen. Das sag ich auch immer. Das ist, die spüren die merken sowas. Die merken sowas. Und die merken, ob jemand dabei ist oder nicht. Und dementsprechend gehen sie mit ihm um. Und das macht ihr sehr, sehr gut. Da, glaube ich, ist der absolut richtige Weg eingeschlagen. Uli Hoeneß sehen wir auf der Tribüne. Und für die letzten paar Minuten gehen wir nochmal rüber zu unseren Kollegen vom Webradio. Viel Spaß. Jawohl. Ball da übers halbe Feld raus und dann müssen sie wieder zurückgeben. Es sind die letzten 6 Minuten in der ersten Halbzeit angebrochen. Die Bayern, die haben es gerade schon erwähnt. Wie gesagt, souverän. Wir haben immer noch keinen wirklichen Torschuss der Leverkusener gehabt. Und 2:0 führen die Bayern durch die Tore von Alaba in der 16. und Serge Gnabry. Dieser traumhafte Schuss ins lange Eck in der 24. Minute. Also das war wirklich hier, man muss schon sagen, was meinst du? Schon eine Demonstration der Bayern in den ersten jetzt 40 Minuten fast? Absolut, genau so war es. Und die Bayern machen auch jetzt wieder mächtig Dampf da über die rechte Seite mit Jerome Boateng, der ebenfalls eine fantastische erste Halbzeit spielt. Das Leon Goretzka am Anstoßkreis hat sich den Ball nochmal zurückgeholt. Nochmal über Jerome Boateng geht der Ball auf die rechte Seite. Da ist auch immer wieder, bietet sich da Benjamin Pavard an, der immer wieder einrückt, dann nochmal nach hinten gespielt. Da haben wir Kimmich, der sich jetzt da hat fallen lassen, den Ball zurückspielt auf die linke Seite. Da ist Kingsley Coman und auch David Alaba, der Torschütze zum 1:0 mit seinem herrlichen Freistoß. Und er holt hier den Einwurf raus für den FC Bayern München. Ja, also die Leverkusener können nicht zufrieden sein mit diesem 77. DFB-Pokalfinale. Und hier sehen wir noch mal, hat einen Zusammenprall gegeben, der unabsichtlich war, da zwischen Manuel Neuer und David Alaba. Der Österreicher würde sagen, ein Nasenstüber. Da ist nämlich aus Versehen Alaba quasi aufgelaufen, hinten auf Manuel Neuer, der den Ball nach der letzten Rettungsaktion da ganz schnell nach vorne gebracht hat. Und Alaba hat nicht damit rechnen können, dass Neuer ganz plötzlich stehen bleibt und ist einfach aufgelaufen. Hat sich ein bisschen die Nase danach gehalten, aber es ging natürlich weiter. Aber eine der kuriosen Szenen dieses Pokalfinales bisher. Wieder langer Ball in die Spitze, auf die linke Seite raus, auf Davis. Den kriegt er noch. Ganz knapp. Säbelt er da ein bisschen über den Ball drüber. Aber da hat er, also ich glaube, es gibt keine 5 Spieler in der Bundesliga, die überhaupt noch in die Nähe des Balls gekommen wären. Aber Alfonso Davis hat es auf jeden Fall geschafft. Aber es gibt Abstoß dann doch und der ist schon schnell ausgeführt worden. Leverkusen kommt über die linke Seite, über Wendell. Die auffälligste Szene war sein brutales Foul an Leon Goretzka. Da, wo Goretzka Gott sei Dank weitermachen konnte, wofür er in der 28. Minute auch gelb kassiert hatte. Leverkusen, jetzt versuchen sie es durchzustecken mal. Die Fahne bleibt unten. In der rechten Seite ist Amiri gegen Neuer. Und was war das? Jetzt geht sie wieder hoch. Ja, sehr spät wieder. Sehr, sehr, sehr spät. War Abseitsposition. Aber immerhin haben die Leverkusener jetzt mal in dieser Situation sich da mal einen Raum geöffnet, auch wenn es minimal abseits war. Aber okay, das muss man versuchen. Und das wäre ja unter Umständen dann auch mal fast von Erfolg gekrönt gewesen. Ansonsten muss man sagen, insgesamt die erste Halbzeit der Leverkusener nicht das, was sie sich selber sicherlich vor
gestellt haben vor diesem Finale. Der Ball ist bei Radetzky, dem finnischen Schlussmann, der schon zweimal hinter sich greifen musste. Einmal beim Freistoßtor von David Alaba, wunderschön. Und dann natürlich auch beim tollen Schuss von Serge Gnabry, der da eine gute Gelegenheit hat und dann eiskalt verstreckt zum 2:0. Jetzt ist Lars Bender am Ball, der Kapitän bei den Leverkusenern, nochmal zurückgespielt zu seinem Zwillingsbruder, zu Sven Bender. Und dann geht der Ball an den Mann aus Burkina Faso, das ist Tapsoba. Über die linke Seite geht es mit dem Brasilianer Wendell, nochmal reingespielt zu Arangis und Julian Baumgartlinger, der da immer wieder wartet, dass er mal einen Ball kriegt, müsste sich die Bälle allerdings fast selber hinten mal holen. Und jetzt über die rechte Seite mit Diaby, dem Mann aus Paris, den man verpflichtet hat. Das war sicherlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Die erste übrigens von Simon Rolfes in seiner neuen Funktion als Sportdirektor. Jetzt über Arangis, der Chilene, der mir noch am besten gefällt im Team von Leverkusen. Nicht, weil er eine bärenstarke Leistung gezeigt hat, aber er hat wenig Fehler gemacht. Das ist ja auch schon mal was. Über die rechte Seite geht es dann mit Lars Bender nochmal ins Zentrum gespielt. Da ist Julian Baumgartlinger. Nein, das ist Arangis, der über die linke Seite dann mit Wendell spielt. Die beiden jetzt für ihre Verhältnisse sehr tief in der eigenen Hälfte stehend. Versuchen jetzt, hat man das Gefühl, dieses 2:0 erstmal mitzunehmen in die Pause, um dann vielleicht in den zweiten 45 Minuten noch mal einen draufzusetzen. Aber das ist insgesamt zu wenig von Leverkusen, da muss mehr kommen. Ja, das war überhaupt die einzige Phase, wo Leverkusen jetzt mal, ich glaube, eine Minute Ballbesitz am Stück hatte und die Bayern so ein bisschen hinten reingedrückt hatte. Aber es kam gar nichts dabei auch raus. Sie haben einmal probiert, links zu dribbeln, einmal probiert, rechts zu dribbeln. Und jetzt ging der Ball schlussendlich wieder zu Radetzky zurück. Und jetzt geht's Ganze nochmal von vorn los. Und jetzt versuchen sie es wieder schnell in die Spitze zu spielen. Aber da hängt Havertz einfach völlig in der Luft. Das ist nicht seine Position. Ich lege mich jetzt einfach mal fest. Der hat in der ersten Halbzeit da keinen Stich gemacht da vorne drin als, ja, Stürmer. Und wenn du mich fragst, da muss was von der Bank kommen. Und zwar schon zur Pause. Da sitzt auf jeden Fall noch ein Volland, ein Alario. So ein richtiger Stürmer muss eben vielleicht oder auch noch die kommen. Geschwindigkeit von Karim Bellarabi. Der macht zwar manchmal auch wilde Sachen, aber der ist wenigstens schnell und denkt nicht so lange nach, sondern handelt einfach. Und das die Außen sind nicht das Problem. Ja. Die Außen sind ja eigentlich ganz okay, aber vorne drin, da, also dieses Zusammenspiel zwischen Havertz und Amiri, das funktioniert auf jeden Fall gar nicht. Die Idee kann man sogar nachvollziehen, die Peter Bosz da hatte. Aber das klappt bislang hier überhaupt nicht. Und die Bayern-Abwehr hat die beiden völlig im Griff. Und ich glaube, allein Havertz 3, 4, 5 Mal stand er schon im Abseits da vorne drin. Und das ist, wie gesagt, ich wiederhole mich zwar, aber das ist nicht seine Position da vorne so als Stoßstürmer drin. Vielleicht sollte er mal mit Amiri wechseln, dass der das mal probiert. Der kann es auch spielen, hat das bei Hoffenheim auch schon gespielt da vorne drin. Der spielt hier ja eher so im offensiven Mittelfeld. Jetzt Foul von dem gerade angesprochenen Amiri. So ungefähr 7 Meter in der Hälfte der Bayern halbrechte Position. Kimmich gefoult worden und der führt den Freistoß auch aus. Die letzte Spielminute ist angebrochen in der ersten Halbzeit. Die Bayern, sie führen, wie gesagt, souverän mit 2:0. Der Freistoß, 16. Minute, wo die Leverkusen in der Mauer gepennt haben, nicht hochgesprungen sind. Und dann in der 24. Minute das 2:0, wie gesagt, durch Gnabry, wo die ganze Abwehr einfach geschlafen hat. Und dann kam der Pass von Kimmich und dann Gnabry mit diesem Traumschuss. Aber die Bayern, sie sind noch nicht am Schluss. Sie haben hier noch was vor. Es ist Coman am linken Flügel. Endlich mal gut verteidigt, muss man sagen, von Leverkusen, die sich ansonsten da zu sehr in die Bedrängnis bringen lassen von den Bayern. Kommen jetzt mal zu einem Konter hier in Berlin. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Leon Bailey ist es, der ja schon, wie gesagt, zweimal getroffen hat gegen den FC Bayern München beim Ligaspiel. Beim 2:1 Auswärtssieg der Leverkusener in der Allianz Arena. Aber auch hier kommt zu wenig bei raus. Sven Bender, Manni Bender, wie genannt wird, hat den Ball aufgenommen, bringt ihn über die rechte Seite. Da ist wieder in Position gelaufen via B. Der versucht da immer wieder auch mit Anlauf mal vorbeizukommen an Alphonso Davies oder auch an Kingsley Coman, was schwer genug ist, denn die sind ja beide auch pfeilschnell, mindestens so schnell wie Diaby. Und immerhin hat er den Freistoß rausgeholt für Bayer 04 Leverkusen. Also, wenn es schon aus dem Spielverlauf heraus nicht klappt, das ist ja eine alte Binsenweisheit, dann muss vielleicht mal ein Standard her für die Leverkusener, damit hier ein bisschen Spannung reinkommt, die wir, das muss man auch dazu sagen, uns vielleicht sogar manchmal wünschen, weil die Bayern sind einfach insgesamt zu dominant. Und das sieht nicht danach aus, dass Leverkusen hier irgendetwas noch mitsprechen kann bei der Titelvergabe. Aber immerhin mal ein Schuss, mal ein Abschluss. Und das war auch gleichzeitig die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. Dieser Schuss von Lars Bender, dem Kapitän, der sich da auf die linke Abwehrseite ja, nach vorne gestohlen hatte, bei den Bayern dann abgezogen hat. Und es steht 2:0, also das ist ja schon gesagt, 16. Minute
das 1:0 von David Alaba. Ganz toller Freistoß mit dem linken Fuß oben rechts rein, halb hoch kann man sagen. Da hatte Radetzky nicht viel zu halten. Und dann in der 24. Minute, ein bisschen zu lang, als dass es dann ein Doppelschlag gewesen wäre, würde ich sagen, von Serge Gnabry, das 2:0. Und schaut ihr das an. Also, da wird schon mächtig an der zweiten Halbzeit gefeilt bei Peter Boss und seinem Team. Ja, und wir machen jetzt erstmal ein bisschen Erholung. Kleiner Tipp von uns noch. Jetzt bleiben Sie dran. Matchday-Show mit meinem Kollegen Lukas Strickner und dem Mann aus dem Stadion, Stefan Lehmann. Die haben ganz interessante Themen. Wer uns im Webradio verfolgt, schaut doch mal auf die Kanäle des FC Bayern rein. Und da könnt ihr uns dann später auch wieder sehen. Ihr könnt das ganze Pokalfinale miterleben und die zweite Halbzeit. Also wir machen kurze Pause, zurück zur Matchday-Show. Und bis in der gleich. Zweiten Halbzeit sind wir wieder da. Vielen Dank, Jungs. Ja, das hört sich gut an. Wir haben auch gerade ein bisschen reingehört, nochmal ins Webradio. Die Jungs machen das sehr gut. Wir werden später auch auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wollen jetzt aber die Halbzeitpause auch dazu nutzen, nochmal zwei Ligen runterzuschauen, Stefan. Herzensthema. Du hast mir vorher schon gesagt, bitte lass uns dieses Thema thematisieren. Ja. Lass uns darüber sprechen. Und natürlich werden wir das machen, denn die FC Bayern Amateure sind Drittligameister. Es ist unfassbar. Es ist wirklich Wahnsinn. Hier sehen wir ein paar Jubelbilder heute aus Lautern. Also die Jungs konnten das selber fast gar nicht fassen. Und man sieht wirklich, wie die Freude da rausbricht. Also ja, das ist Wahnsinn. Emotion pur. Ja. Schau dir das an. Und ich freue mich so wahnsinnig für die Jungs. Weil was die da jetzt geschafft haben, das ist... Schau dir das an. Das kannst du eigentlich nicht wirklich in Worte fassen. Schaust du dir an. Ochi Reed, Ochi, jawohl. Der weiß gar nicht mehr, wohin mit seinen Gefühlen. Das ist einfach alles nur noch rausgeschrieben. Und da war es auch vollkommen wurscht, ob man da beim FC Kaiserslautern heute im letzten Spiel auch verloren am hat. Betze. Entschuldigung, scheißegal. was die Jungs gerade in der Rückrunde geleistet haben, das ist fast unglaublich. Auch Sebastian Hoeneß, ganz ehrlich, ich meine, es ist doch, die sind Meister geworden. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mit meinem kleinen Sohn, der wird jetzt 9 in 2 Wochen. Wir waren im August letzten Jahres, waren wir im Stadion, als wir gegen Viktoria Köln gespielt haben. Da hatten wir gerade mal 3 Punkte auf dem Konto. Im Grünwalder? Hatten wir gerade mal 3 Punkte, weil wir einmal gewonnen hatten, glaube ich, gegen Uerdingen. Und die anderen 3 Spiele hatten wir aber verloren. Und dann kam es zum 4. Spieltag oder 4., 5. Spieltag. Und dann verlieren wir zu Hause 2:5 gegen Viktoria Köln. Und ich habe meinen Buben mit im Stadion. Und der war natürlich auch Zirkze und hier und Ochi. Und der war am Boden zerstört, ja, nach dem Spiel. Und ich klopfe ihm so auf die Schulter und sage, Kopf hoch. Das wäre schon noch. Den Klassenerhalt schaffen die Jungs. Das traue ich mir wetten. Die halten, die bleiben in der 3. Liga, habe ich gesagt. Und heute... Sensationell. Kam er natürlich und hat gesagt, hast recht gehabt, Papa. Also, nee, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Die sind echt Meister geworden. Ja, es ist unfassbar. Und wir wollen gleich, du hast ihn angesprochen, mal hören, was Sebastian Hoeneß dazu gesagt hat. Übrigens auch Trainer der Saison in der 3. Liga von allen gewählt. Ja. Und hat seine Emotionen auch mit im recht. Interview mal ein bisschen freien Lauf gelassen. Sebastian Hoeneß, Meistertrainer. Wie hört sich das an, Herr Hoeneß? Ja, es hört sich sehr gut an. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert. Das ist so unwirklich. Hört sich gut an. Das Spiel war ja wieder mal an Dramatik nicht zu überbieten. War es die süßeste Niederlage Ihres Lebens? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wir haben leider dann nach dem Rückstand haben wir es nicht mehr so richtig auf die Platte bekommen. Die Nerven. Und Kaiserslautern war auch ein guter Gegner. Im Nachhinein ist es wirklich scheißegal. Wir sind jetzt froh. Wir sind jetzt Erster. Und ich glaube, das ist am Ende auch. Haben Sie noch eine Erinnerung, was Sie in den 5 Minuten nach unserem Schlusspfiff gemacht haben? Es hat ja so lange gedauert, bis endlich die frohe Kunde aus Würzburg kam. Ich glaube, ich bin auf und ab getigert und ich hatte einfach einen leeren Kopf. Ich wollte einfach, dass irgendwann die Jungs anfangen zu schreien und das haben sie irgendwann gemacht. Und dann war klar, dass wir es gepackt haben und das ist einfach sensationell. Das geht heute Abend noch? einiges. Ich hoffe jetzt, dass wir wirklich zu Firebeastern werden. Das wird eine kurze Nacht. Viel Spaß dabei. Firebeast, da denke ich an Louis van Gaal. Ja, Firebeast. Ja. Aber es ist sensationell. Ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben überlegt, ob wir einen von den Amateuren auch nochmal hier als Schalter reinnehmen, nochmal in diese Show.
wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, die Jungs sollen jetzt einfach mal feiern. Ja. Völlig zu Recht, da wollen wir gar nicht mehr mit rein. Wir haben wunderbare Bilder bekommen, ja, aber die sollen sie jetzt einfach mal für sich das genießen, was die da geleistet haben, weil das ist wirklich unbeschreiblich, das ist Weltklasse und ja, das ist, ja, wird es so nicht mehr geben, da lege ich mich fest. Vor allem, welcher arme Kerl aus der Mannschaft hätte denn jetzt bis 6:09 nüchtern bleiben sollen, um uns ein einigermaßen verständliches Interview zu geben? Das ist ja unmenschlich. Ja? Das habt ihr richtig entschieden an der Stelle. Also genau, nochmal von meiner Seite aus, ihr Lieben, oder vielleicht guckt ihr es euch später nochmal an. Ich kann nur sagen, und du fühlst es auch so, das war wirklich großartig. Das ist, ihr seid angetreten und jeder wäre glücklich gewesen, das meine ich ganz ernst, wenn der FC Bayern einfach nur eine schöne Saison gespielt hätte, die Amateure. Die Klasse gehalten hätte, wie du es vorher gesagt hast. Man kann ganz ehrlich sein. Und Sebastian Hoeneß, der Mann hat ja auch den Auftrag letztendlich, sorry, das weiß er auch, eben auch die Jungs aus seinem Team so gut zu machen, dass sie auch dann wirklich den Sprung mal in die erste nachhaltig schaffen. Und er macht das alles so gut und wird dann aber trotzdem noch Trainer des Jahres und wird auch noch Meister in der dritten Liga. Also mir fehlen fast die Worte. Das ist unglaublich. Ihr seht, es fliegen viele, viele Herzen hier von der Säbener Straße zu unseren Amateuren. Also sensationeller Erfolg. Wir sind immer noch ein bisschen euphorisiert und hoffen, dass wir heute Abend auch noch was feiern können. Und zwar in Berlin. Und da ist auch unser Kollege Martin Sedlacek. Schauen wir nochmal rüber. Der wird schon wieder der Puls ein bisschen höher sein. Martin ist nochmal vor Stadion gegangen. Ja, das Grinsen spricht für sich. Martin, ich will jetzt nicht fragen, wie war die Stimmung? Ich will einfach nur fragen, wie fühlst du dich denn gerade? Weil du grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ja, es ist, es gibt Schlimmeres, als mit einer 2:0 Halbzeitführung tatsächlich hier so eine Schalte machen zu dürfen. Wobei die Leverkusener sind meiner Meinung nach gefährlich geblieben. Wir haben noch nicht ganz aufgegeben. Ich hoffe, dass mit einem schnellen dritten Tor dann die Sache durch ist in der zweiten Halbzeit. Aber du hast ja alle deine Freunde mitgebracht nach Berlin, sehe ich gerade eben. Ihr lasst es ja richtig krachen, was wir so sehen hier. Genau, ja, also die Fanmassen im Hintergrund sind kaum zu bändigen, Martin. Ja, bis auf den letzten Platz gefüllt sozusagen. Naja, nicht ganz, aber... Aber mal im Ernst. Trotzdem, ist ganz nett. Ja. Wie ist es denn? Wie ist es denn drinnen? Also es sind keine Fans da. Es ist ganz witzig. Also es gibt ja, nein, aber es gibt eine Leverkusener Delegation und eine Bayern-Delegation, die größer ist als bei den Bundesligaspielen genau, bisher. Das sind dann Punkt, schon über den Daumen gepeilt, ich weiß nicht, vielleicht 100, lass es mal 100 sein. Und bei erfolgreichen Aktionen von den Leverkusenern, dann hört man von der einen Ecke immer ganz lautes Applaudieren, das halt natürlich unheimlich. Und dann auf der anderen Seite bei den Bayern-Aktionen und bei den beiden Toren springt natürlich die ganze Bayern-Delegation auf und das ist natürlich sehr, sehr hörbar. Das ist ganz witzig, das so mitzubekommen. Das ist, also, ist schon ein gewisser Stimmung, ja, ein gewisser Stimmungsfaktor da und es geht dann natürlich umso mehr, weil das die Spieler dann auch hoffentlich irgendwie aufsaugen. Also die Kollegen müssen relativ laut schreien, weil für diejenigen, die das Berliner Olympiastadion nicht kennen, da ist nochmal ein Rundlauf, da ist die Tatanbahn, dann kommt ein Graben, dann kommen die Zuschauerränge, da sitzen irgendwo oben die Delegationen, also die müssen ganz schön Gas geben. Stefan. Und im Westen hast du auch noch das Tor, das ist das ja dann unterbrochen, ganz genau. Aber wer weiß, was noch in der zweiten Halbzeit passiert, aber vielleicht mal ein Rudi Völler im Echo mit Oliver Kahn über 50 Meter über die Delegationskurven hinweg. Und wir versuchen, könnt nach Hause fahren. Genau, genau. Das erwarten wir heute noch. Und dann wollen wir dich da auch noch hören, Martin. Oh, da sind Menschen. Dass Radio Pell sogar bis nach Berlin sendet. Ja. Das ist genau. Unüberhörbar. Also der hat seine Antennen überall. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir wollen auch hoffen, dass wir uns nochmal hören oder ihr den Stefan hört, denn wir machen hier im Studio immer die Torschreie nach, wenn die Bayern ihr Tor machen. Und vielleicht, wenn ihr mal ganz genau hinhört, hört ihr Stefan Lehmann. Und dann ist ja ein bisschen bayerische Stadionatmosphäre in der Hauptstadt. Das fehlt hier tatsächlich. Also die Stadiondurchsagen, die Tordurchsagen. Ja, was kann der arme Kerl hier dafür? Der muss natürlich neutral bleiben, nüchtern bleiben. Natürlich. Aber da fehlt, da fehlt so das Salz auf der Torsuppe. Ja, aber genau deswegen leider sind wir ja da. Genau. Das machen wir hier weiter aus München. Ich habe noch eine Frage an euch, die frage ich euch jetzt schon. Jetzt bin ich gespannt. Ihr habt da ja so ein bisschen Weißbier stehen. Hier in Berlin, No-Go, darf ja nicht. Vielleicht seid ihr ja der einzige Ort heute Abend, der das Double, das ja schon greifbar ist, vielleicht mit einer kleinen Weißbierdusche feiern könnte. Nur so als Anregung. Wer da wen duscht, das überlasse ich euch, aber
Ich sag ganz dir ohne Weißbierdusche geht ja wohl nicht, oder? Ja, aber Lukas und ich warten einfach, bis du wieder in München ankommst, mein Freund. Und zwar am Flughafen, wenn du nicht mit uns rechnest. Also das werden wir verfolgen. Martin, vielen Dank dir. Viel Spaß weiterhin. Wir hören uns später nochmal. Danke für die Eindrücke aus Berlin. So, also Weißbierdusche hat das angerissen. Ja, ja. Schauen wir mal, was da noch kommt. Wir wollen jetzt erst noch mal ein bisschen zurückblicken auf die Woche. Ich habe es vorher angerissen. Wir waren mit Leroy Sané unterwegs an seinem ersten Tag, haben ihn abgeholt am Flughafen, sind direkt danach mit ihm hier zur Säbener Straße gefahren zum Medizincheck. Also die ersten paar Stunden in München, die ersten paar Tage waren wir ihm hautnah auf den Fersen und das sind unfassbar gute Bilder entstanden. Wir waren unfassbar nah dabei und das wollen wir uns mit euch zusammen jetzt nochmal anschauen. Servus München. Mia San Mia. Ich freue mich auf alle. Das sind alle tolle Jungs. Ich denke auch hier ist wieder ein sehr, sehr guter Mix. Auch erfahrene Spieler dabei, viele junge Spieler dabei. Alle sind sehr, sehr hungrig und ja, deswegen freue ich mich auf alles. Kann es kaum abwarten, mit der Mannschaft zu trainieren. Von Anfang an, wo wir dann halt die Gespräche geführt haben, die waren sehr gut. Der ganze Plan, den die mir vorgeschlagen haben und der hat mich halt danach überzeugt und na klar, Bayern ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Verein und hat sehr, sehr große Ziele und ja, die Ziele passen natürlich auch für mich und deswegen war es dann für mich dann nur noch die einzige Wahl. Für mich sind es eigentlich ganz klar die Ziele. So viele Titel gewinnen, wie es geht. Die Champions League ist natürlich ganz mit oben dabei. Ich glaube, jeder wird oder träumt von der Champions League. Und deswegen ist es natürlich auch ein ganz, ganz großes Ziel. Wir werden mit den Knien anfangen. Und dann. Ich glaube, er ist ein sehr guter Spieler. Das hat er in den letzten Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt, insbesondere auch in der Nationalmannschaft. Und unser Weg, unser Ziel, die besten deutschen Spieler beim FC Bayern auch zu versammeln, damit haben wir sicherlich ein Juwel mehr zum FC Bayern bekommen. Ich möchte Hassan ein großes Kompliment machen. Der hat wirklich hier schwer gekämpft und war am Ende des Tages ja auch glücklicherweise erfolgreich. Hat er gut gemacht und sich da wirklich große Meriten verdient. Und wir sind glücklich. Und ich habe jetzt mit ihm ein bisschen Kontakt hier gehabt. Macht einen sehr netten, sehr sympathischen Eindruck. Den Spieler kennt man von den Spielen auf dem Platz. Aber ich finde es auch wichtig in einer Mannschaft, dass man vom Charakter her zum FC Bayern passt. Und den Eindruck vermittelt er auch. Ich bin sehr glücklich, dass Leroy beim FC Bayern heute unterschrieben hat. Leroy ist ein Unterschiedsspieler, der unsere Mannschaft in der nächsten Saison verstärken wird. Und wir sind jetzt natürlich mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané sehr gut, noch besser
auf den Außenpositionen besetzt. Der Trainer hat natürlich für das Offensivspiel noch mehr Optionen, noch mehr Möglichkeiten und ja, da erhoffen wir uns natürlich viel von. Ich möchte mich bei Manchester City für die konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche bedanken. Und ich möchte mich beim Herbert Heiner bedanken, unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden, der uns in diesen schweren Corona-Zeiten bei diesem Transfer unterstützt hat. Es war ja früher immer auch die Idee, viele junge Top-Spieler, Nationalspieler in den Reihen von Bayern München zu haben. Das hat sich auch heute nicht geändert. Und eine Achse innerhalb einer Mannschaft zu haben, ist extrem wichtig, vom Torwart bis vor eben in den offensiven Bereich. Und ja, da sind wir jetzt auf dem Weg. Und mit Leroy haben wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz, ganz vorne mitzuspielen. Servus München. Mia San Mia. Mia San Mia. Ja, kann man schon gut. Kann man schon bayerisch, der Leroy. Fast schon Bayer. Ja, fast schon Bayer. Sag einmal, auch Katzelschwarf, Leroy. Komm, das kriegen wir alles noch hin. Ich glaube auch. Da wächst er auf jeden Fall rein. Stefan, erste Halbzeit. Machen wir einen Haken dran. Passt, oder? Nehmen wir so mit. Vollends zufrieden. Ja. Wobei Herr Sedlacek gerade eben schon auch etwas Wahres gesagt hat, dass du mit 2:0 und noch 45 Minuten zu spielen jetzt nicht sagen kannst. Oh. Vor allem nicht gegen Leverkusen. Ganz genau. Dazu ist einfach auch die spielerische Klasse und die Gefährlichkeit von Leverkusen auch jetzt noch gegeben. Deswegen wenn sie so weitermachen, dann schießen wir noch zwei und dann ist das Ding, hast du da stehen? Sehr gut, dann tun wir die 8 Liter rein dann hier heute. Dann bringen wir das Original auch noch her. Ja, das bringen wir das Original. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, war ich aber auch schon vor dem Spiel, weil ich glaube, dass den FC Bayern in dieser Verfassung und mit dem Spirit eigentlich momentan niemand schlagen kann. Davon gehe ich auch aus, ehrlich gesagt, ja. Und die Leverkusener, du hast es angesprochen, sind zwar offensiv stark, aber wir haben natürlich jetzt die 2 Tore auf der Habenseite und hoffen, dass wir die auch ja, noch ein bisschen ausbauen können oder dann über die Ziellinie bringen können. Und die ersten Minuten der zweiten Hälfte, bevor wir gleich wieder bei uns sind, gehen wir nochmal ab zu unseren Webradio-Jungs. Viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Jens. Ja, Jens, man kann nicht wirklich glauben, dass Leverkusen das hier nochmal umbiegt, oder? Es ist schwierig. Also sie versuchen es jetzt auf jeden Fall durch die Wechsel. Man kann dazu sagen, es wird offensiver werden, weil Kai Havertz ist draufgeblieben. Wir müssen noch genau schauen. Ich glaube, Amiri ist auf jeden Fall runter. Und ich glaube, das andere ist ein Sechser, den sie runtergenommen haben. Wenn mich nicht alles täuscht, wir reichen es natürlich gleich nach. Also sprich, sie werden ein Deut offensiver werden. Das müssen sie auch machen. Sie haben jetzt mit Volland vorne drin einen richtigen Stürmer. Der war ja auch so gegen Ende der Saison ein bisschen angeschlagen. Kam dann wieder zurück. Mal gucken, wie fit er ist. Deshalb vielleicht auch nicht unbedingt von Anfang an heute. Die Bayern, sie machen Druck auf die Leverkusener, die den Ball haben. Aber die können sich hinten raus ganz gut befreien. Und sie kommen über die linke Seite. Davis läuft sich dann aber erstmal fest und die Leverkusener haben den langen Ball in die Spitze Richtung Bailey. Der ist am linken Flügel gegen Pavard, versucht sich da durchzusetzen und muss dann aber zurück den Rückwärtsgang einlegen. Und Pavard kann ihn da stoppen, aber mit unfairen Mitteln. Also das war eine schöne Einzelaktion von Leon Bailey, der jetzt offensichtlich so nach dem Motto gespielt hat. Also wenn ich jetzt Van Dan mit der Brechstange, hier sehen wir nochmal die Wechsel. Also Julian Baumgartlinger ist runtergegangen, der Österreicher mit der Rückennummer 15. Und für ihn kommt also der Mann mit der Rückennummer 10, Demir, bei. Und vorne dann eben der andere angesprochene Wechsel. Und jetzt also mit Kevin Volland, dem Oberbayern, dem stämmigen, dem schnellen und zweikampfstarken da vorne in der Offensive. Leverkusen schickt sich also an, hier so ein bisschen gefährlicher zu spielen. Aber ganz ehrlich, da gehört nicht viel dazu. Die ersten 45 Minuten waren sie harmlos. Ein einziger Schuss auf den Kasten und das war direkt vor dem Pausentee. Ein Distanzschuss vom Kapitän von Lars Bender und den hat auch sofort Manuel Neuer dann sicher gefangen. Also insgesamt müssen die Leverkusener richtig was hier abliefern. Wenn das noch was werden soll mit dem Titel, so richtig glauben kann ich es nicht.
Ja, also sagen wir mal so, die Körpersprache ist irgendwie eine ganz eine andere jetzt auf einmal. Seit Volland darauf ist, der hat hier gleich Tempo gemacht, der läuft jetzt auch hier Manuel Neuer mal an und macht da Druck vorne drin. Neuer bringt den Ball raus Richtung Coman, der versucht per Kopf abzulegen auf die linke Seite auf Thomas Müller. Das gelingt nicht, der Ball geht zurück zu Radetzky. Der versucht sich hinten raus zu befreien, aber jetzt setzen die Bayern die Abwehr von den Leverkusen dann hier unter Druck. Und dann müssen sie den Ball einfach nur hinten rausschlagen. Und dann die Kopfballverlängerung von Boateng nach vorne. Goretzka steigt hoch, wird da ein bisschen unterlaufen, kriegt den Ball jetzt aber wieder zurück. Müller auf der linken Seite, dreht sich da um seine Gegenspieler rum, legt den Ball dann gut ab auf Kimmich. Zentrale Position, Kimmich auf die rechte Seite rausgespielt zu Gnabry, der versucht es dann schnell zu machen zu Lewandowski, aber abgelaufen und wieder Radetzky mit dem Ball am Fuß. Unter Druck gesetzt von Müller, kriegt da jetzt nicht wirklich den Zugriff hin und dann setzt Coman an den Bender. Bruder Lars da auf dem rechten Flügel unter Druck und die Bayern holen sich den Ball zurück am linken Flügel. Gut durchgesteckt, Lewandowski per Hacke abgelegt, aber Müller kommt dann nicht ganz dran und jetzt die Sequenz vorbei. Radetzky hat den Ball in der Hand. Also das 77. DFB-Pokalfinale, also nicht irgendein Spiel und Leverkusen muss sich da zusammenreißen, wenn sie hier noch irgendein Wörtchen mit sprechen wollen. Jetzt aber erstmal Einwurf für die Bayern. Serge Gnabry, der Torschütze zum 2:0, hat sich den Ball geschnappt und läuft schon wieder Richtung Radetzky und feuert das Ding, was noch abgefälscht wird und irgendwie ein krummes Ding ist, an den langen Pfosten. Und da hat nicht viel gefehlt. 20, 30 Zentimeter trudelt der Ball da mit sehr viel Effet, weil Tapsoba da noch dran war, der Mann aus Burkina Faso, am langen Pfosten vorbei. Und es gibt den nächsten, den ersten Eckball in der zweiten Hälfte für den FC Bayern München. Und die Bayern haben im Gegensatz zu Leverkusen ja nicht gewechselt. Auch daran kann man schon ablesen, dass das Hansi Flick natürlich sehr gefallen hat, was seine Mannschaft hier geleistet hat in der ersten Halbzeit. Jetzt der Eckball von Kimmich an den Fünfer gespielt. Da steigt auch Thomas Müller hoch, aber da ist vorher noch ein Bender dran, einer von den beiden. Und ich glaube, in dem Fall war es mal Lars Bender, der Kapitän der Leverkusener, hat den Ball per Kopf auf der gegenüberliegenden Seite ins Seitenaus geschickt. Und da ist auch Benjamin Pavard, der französische Nationalspieler, schon hat sich das Leder geschnappt und wird den Ball einwerfen. Kann ja weit werfen, aber in dieser Situation macht das kurz auf Thomas Müller. Und dann ist der Leverkusen da schon wieder gefordert, hinten in der Viererabwehrkette. Kimmich setzt nach, da ist Müller mit nach vorne gegangen, der hilft da auch mit. Und Lewandowski überlässt wieder für Kimmich, der nochmal zurückspielt zum Österreicher, zu David Alaba, der mit seinem 1:0 hier den Dosenöffner gespielt hat in Berlin. Bekommt den Ball nochmal zurück, wieder Kimmich, schießt, Ball abgefälscht und da ist wieder Thomas Müller, fast wie in der ersten Halbzeit, zaubert er sich selber wieder das Leder an den Fuß und es gibt Abstoß. Ja, das war ein Distanzschuss von Kimmich und der sollte nicht als Pass bei Müller ankommen, aber vom Kopf von Tapsoba dann quasi in die Beine. So, danke an die Jungs vom Webradio. Also die Intensität ist weiter hoch. Stefan und ich haben das hier gerade auch mitverfolgt. Und Stefan, wir haben beide festgestellt, da ist ganz schön Feuer drin, auf beiden Seiten. Ja, und du merkst auch, dass der FC Bayern mitnichten sagt, wir führen 2-0, jetzt schauen wir mal, was passiert. So ist es. Sondern eben auch zu Beginn der zweiten Halbzeit dieses extreme Pressing, wirklich schon vorne auf den Ball gehen. Die Leverkusener kommen zum Teil gar nicht aus dem eigenen 16er raus, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Der FC Bayern hat so eine tolle Bundesliga-Saison gespielt und sie sind aber, es ist eben nicht nur eine Worthülse, wenn Hansi Flick sagt, wir sind gierig und wir wollen das, sondern du siehst es. Die meinen das ernst. Absolut. Ja. Absolut. Wer es auch ernst meint, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen über unseren neuen Sportvorstand. Mhm. Hasan Braco Salihamidžić. Seit dem 1.7. ist es ja jetzt offiziell. Also er ist Sportdirektor, jetzt Sportvorstand in neuer Funktion. Du kennst ihn schon sehr, sehr lange. Du hast es vorher mal gesagt. Du hast ihn als Aktiven noch erlebt, damals, als er den Henkelpott geholt hat. Jetzt ist er in offizieller Funktion. Wie wichtig ist er mittlerweile für den FC Bayern? Ich glaube auch sehr, sehr wichtig. Ich kann mich ja noch gut erinnern, als Hasan anfing mit dieser Funktion. Und da kann man ja immer sehr schnell das scharfe Schwert schwingen. Mhm. Ja? Und du musst dann Menschen haben, die über den Tellerrand hinausdenken, die nämlich das Potenzial eines Menschen kennen
und ihm zutrauen, auch in eine Funktion reinzuwachsen und da auch zu reifen. Ja? Und ich glaube, das Recht sollte man jedem Menschen zugestehen. Und gerade was Bratzo angeht, Hassan, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil er so einen schicken Vollbart hat, steht ihm übrigens gut. Nein, aber der Hassan hat das Zeug, der hat selber jahrelang die Knochen hingehalten. Der ist auch ein sehr freundlicher Mensch, der kann mit Menschen reden. Ich habe ihn immer als sehr kommunikativ erlebt, auch bei vielen Terminen, die wir gemeinsam gemacht haben, noch bevor er Sportdirektor wurde. Auch ein Menschenfreund. Ja? Mhm. Es ist keiner, der jemandem was Böses möchte. Und ich glaube, dass das die Basis ist, auch für erfolgreiches Arbeiten. Du musst Menschen respektvoll begegnen, du musst auch gegenteilige Meinungen akzeptieren und du musst nicht immer, jetzt hat er aber was Falsches gesagt, jetzt führe ich ihn aber aufs Schafott. Hey. Ja, und er hat auch bewiesen, was er kann. Also ganz Stichwort genau. Alfonso Davies zum Beispiel. Seine kann mich Nummer erinnern. Richtig, am Anfang hat er noch bei den Amateuren gespielt, da hat noch jeder gesagt, oh ja, den haben wir jetzt geholt und das große Talent. Und wo ist Alfonso Davies heute? Ja. Und wer hat ihn geholt? Also das war Hasan Salihamidžić, auch Leroy Sané, du hast es vorher erwähnt. Also ich sage mal, die Habenliste wird auch immer länger und immer prominenter. Ja, und das wird auch nicht aufhören. Ich denke auch. Da bin ich mir ganz sicher. Und gerade jetzt mit neuer Position ist da sicher noch mal ein bisschen Druck dahinter gekommen, beziehungsweise ein bisschen mehr an Willen dahinter gekommen. Ja. Und wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf die Zeit von Hasan Salihamidžić jetzt beim FC Bayern München. Er hat sich in den letzten drei Jahren unheimlich verdient gemacht und die Position des Sportvorstands auch absolut verdient. Es ist eine große Ehre und selbstverständlich Anerkennung meiner Arbeit als Sportdirektor. Ich weiß, dass ich große Verantwortung trage und eine große Aufgabe habe, auch mit meinen Kollegen zusammen den FC Bayern genauso zu managen, wie das Karl-Heinz und Uli in der Vergangenheit auch gemacht haben. Der Hasan war damals ein junger, dynamischer Bursche, frech, unverbraucht, unheimlich dynamisch. Und man war gespannt, ob er es beim großen FC Bayern auch schafft. Was wir dann gesehen haben, war eine Explosion, ein Wirbelwind, ein Publikumsliebling. Man hatte das Gefühl, der Hasan, der ist rund um die Uhr einsetzbar. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, von dem ersten Tag für den FC Bayern zu spielen. Das war für mich eine große Ehre. Und dass wir so viel Erfolg dann mit unserer Mannschaft damals gehabt haben, macht mich natürlich auch sehr, sehr stolz. Er ist unheimlich umtriebig, ist fleißig, ist Tag und Nacht unterwegs, hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut und ist genau der Richtige, um den Umbruch beim FC Bayern voranzutreiben. Wir bauen eine junge Mannschaft auf mit vielen jungen Talenten. Den muss er vorantreiben, er muss auf der anderen Seite natürlich auch helfen, die Erfolge, die der FC Bayern in der Vergangenheit erzielt hat, die auch weiterzuführen. Denn wir wollen keinen Zentimeter preisgeben und auch in der Zukunft genauso erfolgreich sein wie in der Vergangenheit. Wir wollen die Champions League gewinnen. Hasan weiß, wie das geht. Das ist ein ganz großes Ziel von mir und da werden wir alles dran setzen. Klar, danach, wenn wir das schaffen sollten, natürlich den Club auch in der europäischen Spitze zu etablieren. Der Club steht sehr, sehr gut da. Karl-Heinz Rummenigge als CEO hat das in den letzten 20 Jahren hervorragend gemacht mit seinen Kollegen, mit seinen Vorstandskollegen. Das ist die Aufgabe, genauso weiterzumachen. Hasan Salihamidžić, also schon jetzt noch in Anfangszeiten wahnsinnig große Verdienste, wir haben es angesprochen. Ja. Unter anderem einer seiner ersten Coups, wenn man so will, war ja Alfonso Davies, der sich so brutal entwickelt hat beim FC Bayern München. Mittlerweile, ich würde fast sagen, einer der besten, wenn nicht der beste Außenverteidiger in ganz Europa ist. Oder wie siehst du das? Ich darf für unsere Traditionalisten auch eins anfügen. Ich liebe Hasan Salihamidžić, seitdem er 2007 den Pass gab, den dann Roy Mackay nach 9 Sekunden zum schnellsten Champions League-Tor der Geschichte gegen immer Real noch Madrid übrigens geschossen immer noch. Hat. Ja. Hat der Assist kam von Brazzo. Ja. Also achso, ja. Wir von haben Sie noch sind ein, wir haben noch ein DFB-Pokalfinale, liebe Freunde. Achtung, Robert, kriegt er den noch? Ah, der war aus, oder? Ja, geht weiter. 57. Spielminute. Jetzt in 3 Minuten würde ich normalerweise die Zuschauerzahl verkünden. Ich bin gespannt, was du. Oh! Ah, ja, siehst du? Großschuss. Das war jetzt auch schnell, gell? Großschuss, ja. Da haben wir jetzt wie ein bisschen gesagt Glück haben gehabt. Ja, gut, Einschuss.
bereit gewesen. Die Leverkusener, die sich jetzt in der zweiten Halbzeit ja auch mit Kevin Volland und dem hierbei ganz klar die Marschrichtung auch vorgegeben haben. Also die geben sich jetzt nicht auf. Also die wollen schon noch, wenn es geht, bitte uns dieses 8-Liter-Teil noch abluchsen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber sie haben nur noch... Das wird sehr schwer werden, glaube ich. Ja, schau mal, das war... Der rutscht ihm über den Spann. Den will er aber auch schwierig nehmen. Wenn er ihn erwischt. Also es war gut gespielt von Leverkusen, muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal neidlos anerkennen. Es wird übrigens immer noch der Freistoß von David Alaba gefeiert in der YouTube-Community. Fonsi 2.0 schreibt, dass dieser Freistoß mit Herzchen in den Augen, da geht es uns nicht anders. Den wird man definitiv noch ein paar Mal sehen, glaube ich. Ja. Manuel Neuer. Noch mal kurz Zeit. Da sehen wir es noch mal, ja. Auch Manuel ist ja absolut... Immer ein Rückhalt. Immer noch und eigentlich auch fortlaufend und nie anders gewesen. Der Rückhalt der Mannschaft, der das so vorantreibt, immer noch auf einem Weltklasse-Niveau. Also es ist auch wie er jetzt wieder zur Stelle ist, wenn man ihn braucht, was er für Paraden abgeliefert hat, ist auch wieder sensationell. Natürlich, ich meine, du musst immer so einen Menschen auch in seiner Gesamtheit betrachten. Erinnert euch mal bitte alle noch an das Länderspiel gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft war es, glaube ich, wo wir uns so schwer getan haben, wo er den Torwart-Libero erfunden hat. wo wir gerade beim Thema sind. Ja, aber er hat natürlich auch die Technik. Ja. Manuel Neuer hat auch eine unglaubliche Technik. Was war jetzt? Das weiß der Levi selber nicht, oder? Ja, das Tor. Entschuldigung, wir müssen genau, also für mich war es Tor. Der war doch nicht im Abseits. Also es wird gefeiert. Achtung, es wird gefeiert. Und es steht 3-0. Ja, es steht 3-0. Ich glaube, kurze Irritation, weil es so verrückt war. Das müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal einmal rekapitulieren. Das möchte ich auch noch mal in der Wiederholung sehen. Ihr könnt gerne mal schreiben, Tor, oh mein Gott, was war das denn? Let's go, schreibt Deserve auf YouTube. So, jetzt Achtung. Jetzt kommt Manuel Neuer. So viel zum Thema Libero. Und das sieht man jetzt nicht. Nein, kein Abseits. Schau auf den. Das ist ärgerlich. Das ist natürlich okay. Ja, also, mein gut, Robert traut sich, aber es ist natürlich, ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ein Eigentor. Also sensationell, wie Levi den nimmt, ist Weltklasse als Volley. Natürlich, aber das darf natürlich. Das ist natürlich ein Patzer, das muss man ganz ehrlich sagen. Gut, aber wir freuen uns trotzdem, wir sind der FC Bayern München. Wir freuen uns aber trotzdem, so habe ich das übrigens auch immer so gehandhabt, das war jetzt so ein Patzer vom Leverkusener Torwart da. Den würde man nicht ausschreien. Da machen wir jetzt nicht so die Schreien. Genau. Also wir freuen uns, der FC Bayern München, meine Damen und Herren, führt mit 3-0 durch ein Tor ausgehend von Robert Lewandowski. Wer hat die Vorlage gegeben? Manuel Neuer, Assist. Feiern wir den Assist von Manuel Neuer. So schaut's aus. Was hältst du davon? Mit zwei Spielzügen, meine Damen und Herren, zum 3-0. Das ist der FC Bayern im Jahr 2020. Ja, absolut. So, aber das war's. Also jetzt jetzt haben wir noch eine halbe Stunde und ein paar zerquetschte. Das sollte mich jetzt, da müssten Sie jetzt geschlossen in die Kabine gehen und Tee trinken. Also das kann nicht mehr. Das wird nicht passieren, nicht gegen Jerome Boateng, nicht gegen David Alaba, gegen Alphonso Davies und gegen Benjamin Pavard. Das ist mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich davor, werden die jetzt nicht mehr 4 Tore schießen. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich hätte es davor schon nicht geglaubt. Jetzt, das gibt auch nochmal so einen mentalen Dämpfer, sehr ehrlich. Lukas, Moment. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch 99 in Barcelona mit dabei war. Warst du dabei? Ja, natürlich war ich dabei. Und deswegen bin ich eigentlich vorsichtig mit solchen Äußerungen. Man soll... Ich habe mich jetzt schon so sicher gefühlt, weil du schon so festgenagelt hast. Ja, 3-0. 3-0. Nur ich habe halt auch schon viel erlebt im Fußball. Ja, klar. Und da ist alles möglich. Und dann sitzt du natürlich da als Depp, ja, wenn du dich so weit aus dem Fenster hängst. Aber jetzt mal, sorry, oder? Den nehmen wir mit. Mea culpa, 3-0. Den nehmen wir mit. 62. Spielminute. Ach komm. Und ich habe es gesagt, wie sensationell Levi den mitnimmt, ist schon auch Wahnsinn. Also das darf man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
was der da vorne im Sturm abreißt, ist unfassbar. Und auch so einen Ball da vorne zu behaupten, den Riecher zu haben, überhaupt den mal so anzulaufen, wenn da der lange Ball von Manuel Neuer nach vorne kommt, das ist Weltklasse. Und auch was er für ein mannschaftsdienlicher Spieler ist, finde ich auch. Du schießt natürlich auch aus der Entfernung, schießt du natürlich auch nur, wenn du so ein breites Kreuz hast. So ist es. Ja. Das ist volles Risiko. Das ist einfach. Der sagt, ich habe wie viel 34 Tore geschossen in einer Bundesliga-Saison? Ey, passt mal auf. Ja. Ich versuche es jetzt einfach mal. Das mache ich jetzt einfach. Ja. Ich sage mal, wenn du den ganz gut erwischt, vielleicht noch mit einem bisschen einem Schnitt, dann ist fliegt er auch mal rein. Ja, genau. Und dann nagelt er den. Gut, obwohl ich, wie gesagt, ich bin da echt auch Sportsmann. War ich immer, bleibe ich auch immer. Und ich habe mich nie an einem Missgeschick auch eines Gegners, kann ich mich jetzt nicht ergötzen. Ja, das war tatsächlich ein bisschen unglücklich. Nicht, weil da tut er mir auch leid. Ja, eben. Da kriegt er genug Häme danach noch ab. Und eben. Und er weiß es ja selber am richtig, besten. Richtig. Er weiß es ja selber. Achtung, so, Achtung! Jetzt. Oh, geklärt von Jerome. Der da. Da, schau. Wird geherzt. Küsschen und Umarmungen seiner Teamkollegen gibt und da völlig zurecht. Völlig zurecht. Also, da hat er sich lang gemacht, der Jerome. Alles rein. Alles, was er hat. Schau dir das nochmal an. Aber du siehst jetzt hier auch schon mal, was wir schon vor dem Spiel gesagt haben, Lukas. Auch hier im Webradio, unsere lieben Kollegen. Die sind schnell. Die brauchen nicht viele Spielzüge, um gefährlich auch vor unser Tor zu kommen. Man muss Bayer Leverkusen einfach da. Jetzt ist passiert. Hin. Ja, wir werden leise und seriös. Nein, es ist einfach. Ja. Das hat zur Folge, dass Leverkusen den Anschlusstreffer erzielt 64. hat. Spielminute. Oder ein Tor erzielt hat, Anschlusstreffer ist noch nicht. Schauen wir uns nochmal an. Sven Bender, ja, aber verkürzt. Standard. Oh, da tankt er sich gut durch. Und er ist ja auch nicht gerade der Kleinste, der Herr Bender. Also, gut, 3-1. Goretzka und Alaba, beide mit Augen auf den Ball. Und dann, das nutzt er ganz gut aus, glaube ich, dass er sich da ein bisschen wegstiehlt. Und boah, das macht er schon auch sensationell. Da kann natürlich Manuel Neuer da aus der Entfernung. Ja, da geht gar nichts mehr. Kommt der Ball natürlich wie ein Geschoss. Also da kannst du als Torwart gar nichts mehr machen. Ivan Perisic jetzt auf dem Platz, also kann auch nochmal offensiv ein bisschen was ausrichten. Ja, haben wir uns zu früh gefreut? Nee. Nee, natürlich nicht. Ich meine, ich finde das gar nicht schlimm. Ich habe es ja immer gesagt, also Bayer Leverkusen kann da auch ein Tor schießen. Das ist. Aber eins, bitte nur eins. Nur eins. Also ich glaube, wir legen jetzt nochmal eins nach. Und ja, dann mein Tipp war ja vor dem Spiel wirklich 4-1, also ganz ehrlich. Aber. Also die Leute, denen ich es gesagt habe, können das bezeugen. Die wollen mir aber jetzt nicht namentlich erwähnen. Aber ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass... Achtung, Schein, jetzt. FCB 06, ganz kurz, ja? FCB 06 schreibt gerade auf YouTube, Flick, zieh deine Verteidiger zurück. Finde ich ganz interessant. Jetzt ein Tor bekommen, drei Tore gemacht. Ist es eine sinnvolle Strategie, glaubst du? Ja, das ist jetzt wieder so ein Thema. Du könntest jetzt sagen, ich höre jetzt auf mit meinem System, was mich bis jetzt so souverän geführt hat, auch zu einer 3-0-Führung. Aber ist das jetzt anders, glaubst du? Nein, ich würde nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass sie gut beraten sind, so weiterzuspielen wie bisher. Also das würde ich machen, bin ich ganz ehrlich. Weil dann machst du das Vierte und dann ist Ruhe und Schicht im Schacht. Und wie gesagt, so ein Tor kann immer mal passieren. Ja. Ich sehe jetzt auch keine eklatanten... Natürlich kommen jetzt die Leverkusener auf und sind gefährlich. Puh. Ja, ja, jetzt, genau. Man muss aufpassen. Also klar, die werden jetzt den Push schon mitnehmen, den sie durch das Tor bekommen haben. Auch das nicht schlecht gemacht. Also Schlagrichtung der Flanke. Ja, es ist spannend jetzt. Das möchte ich auch an dieser Stelle aber mal sagen. Sind wir doch mal ehrlich, als Fußballfans, das ist ja mittlerweile ein hochklassiges DFB-Pokalfinale. Ja. Also Spannung. Und jetzt durch diesen Anschlusstreffer natürlich auch. Und zwei Mannschaften, die im wahrsten Sinne des Wortes Fußball spielen. Kevin schreibt es auch auf YouTube, jetzt wird es heiß, also absolut, da kommt jetzt nochmal richtig Feuer rein. Erinnere mich auch an das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt, da haben wir uns in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen schwerer getan. Das liegt nur einfach, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ich meine, wenn du natürlich so ein Tempo gehst und auch Pressing spielst, das kostet natürlich Kraft und es kann natürlich dann auch sein, dass irgendwann mal die Kräfte so ein bisschen nachlassen, nur da hoffe ich natürlich nicht, dass das jetzt hier heute
noch zu Schlimmerem führt, glaube ich aber nicht. Aber natürlich passieren dann solche Situationen. Ja, ja. Olympiastadion, Temperatur geht hoch. Mhm. Ich glaube, dass es da definitiv nochmal spannend wird jetzt. Also man muss natürlich auch immer noch die Kirche im Dorf lassen. Also wir führen immer noch und zwar deutlich und haben da auch, glaube ich, in den letzten Minuten eindrucksvoll bewiesen, beziehungsweise die Jungs bewiesen, dass es in unsere Richtung läuft. Aber stimmt natürlich, du hast gerade gesagt, wir haben über den Chat reinbekommen, also dass so der eine oder andere Bayern-Fan sagt, jetzt müssen wir aufpassen, dass die den Move jetzt durch diesen Anschlusstreffer die nächsten 5 bis 10 Minuten nicht mitnehmen, weil sie spielen momentan schon auch einen sehr, sehr guten Fußball. Ja, die nutzen das jetzt natürlich. Ja. Ich glaube, dass es jetzt total auf den Kopf ankommt. Du musst denen jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, die nochmal ein bisschen runterbringen, nochmal zeigen, okay Leute, wir hören nicht auf, um diese Hochphase zu beenden und dann ist der Sack zu, glaube ich. Wenn sie das jetzt nicht mitnehmen, also wenn Leverkusen das jetzt nicht nutzen kann, dann dürft's eigentlich. Das, glaube ich, tust du aber auch nicht, indem du jetzt dich einigelst und plötzlich sagen würdest, jetzt fange ich an, hinten zu verteidigen, weil dazu haben sie dann auch zu gute Individualisten. Also da bin ich ein großer Fan von Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn man Phrasen deswegen, sofort 10 Euro. Aber es ist so. Lukas Hernandez, okay. Jérôme Boateng, gerade noch eine Wahnsinnsrettungsaktion gehabt vor dem eigenen Tor. Geht jetzt raus, aber ist ein gleichwertiger Wechsel, glaube ich, oder? Da verlieren wir gar nichts. Da sehen wir es nochmal jetzt gerade. Jérôme Boateng vorm eigenen Tor. Da muss Manuel Neuer nicht eingreifen, zum Glück. Und da wurde er absolut zu Recht gefeiert für diese Aktion. Wie David. Ich würde so gerne wissen, was David Alaba in dem Moment gesagt hat. Muss er uns irgendwann verraten. Ja. Wir fragen ihn. Wir fragen David Alaba, was er in der Sekunde Jérôme Boateng ins Ohr geflüstert hat. Und jetzt kommt unser französischer Weltmeister ins Spiel. Lucas Hernandez. Ist auch ein Fighter, auch ein Krieger. Ja. Also das ist auch der richtige Mann für so ein Spiel jetzt. Da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Jetzt mal ein Statement zu setzen. Alle, die Lukas heißen, sind Fighter. Alle, die Lukas heißen, die... Ja, die kämpfen die ohne kämpfen Ende. Die kämpfen bis zum Ende der Sendung. Doch. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber er wird sich sie jetzt hoffentlich auch gut eingliedern. Also er geht in die Innenverteidigung. Jérôme Boateng wird draußen behandelt. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel auch, das ist der Mann mit der Brille, das ist auch Dr. Roland Schmidt, der Internist, der auch ganz, ganz wichtig ist, auch natürlich für mit den anderen Ärzten natürlich auch. Es ist ganz wichtig, auch glaube ich, für einen Profi heutzutage bei der Belastung zu wissen, ich befinde mich wirklich in bester medizinischer Betreuung. Und Dr. Übelacker und wie sie alle heißen, die machen da auch einen ganz fantastischen Job. Das gehört auch mit dazu. Das ist... steht nicht immer in der Presse, ist aber wichtig. Absolut, also die Jungs wissen ja auch, was sie an den Ärzten haben, die sie ja teilweise schon über Jahre lang begleiten. Natürlich bestes Beispiel Dr. Müller-Wohlfahrt, der jetzt nicht in Rente geht, sondern er geht in die Forschung, also aber beendet seine aktive Karriere beim FC Bayern. Aber wie du sagst, das ist ganz wichtig, auch das Team hinterm Team, das da einfach noch den Rücken stärkt. Und über Jahre lang einfach auch schon mitbegleitet. Ja, der Mull ist ja auch noch in seinen letzten Spielen, wenn er gebraucht wurde, schneller über den Platz gesprintet als so mancher Spieler. Ich hätte mir gerne Sprintduell Dr. Müller-Wohlfahrt gegen Alfonso Davies. Wer ist schneller? Ja, der Mull ist da sowieso ein auch Benji Pavard, schau. Der hat auch, als er kam vom VfB Stuttgart, der hat auch wahnsinnig viele Spiele absolviert. Ist das mal aufgefallen, wie dass Benji Pavard ein Spieler ist, der jeden Trainer eigentlich durch seine Trainingsleistung auch einfach überzeugt hat und auch sich das Vertrauen dann verdient hat, dass er spielt, dass er in der Startelf steht. Also der hat auch ein Vollprofi. Ja, einer, absolut. Der seinen Job absolut ernst nimmt und wichtiger Spieler für Bayern München. Apropos wichtige Spieler, jetzt kommt es, glaube ich, genau auf die an. Ja, jetzt schau. Ja, die kommen schon zu ihren Chancen. Aber Stefan, das ist ein interessantes Thema. Was glaubst du jetzt, wie wichtig sind jetzt Spieler wie Thomas Müller, die auf dem Feld jetzt mal sagen, Leute, jetzt müssen wir uns zusammenreißen? Da bin ich mal ganz sicher, dass das der Thomas auch tut. Wir sind jetzt ein bisschen weit weg, aber im Stadion würde man sie ja jetzt schreien hören. Aber auch ein Thomas Müller, der coacht auf dem Feld und mitmacht. Ja, selbstverständlich. Das erlebt man und, auch. Weil wenn du auch das Gesicht von Thomas gesehen hast, der will diesen 20. DFB-Pokaltitel unbedingt holen, wie alle anderen auch. Aber die merken natürlich jetzt auch, ey, das ist schon...
Da sind wir schon gefordert, ja, wie gesagt. Absolut. Aber das wird auch, du siehst ja, wie wir dagegen halten, auch mal in so einer Drangphase des Gegners. Ich glaube auch, dass das bei diesem Final-Eight-Turnier in der Champions League im August, wo auch immer, nicht recht viel anders wird. Ja. Du hast auch nur ein Spiel, es finden keine Rückspiele statt. Viertel, Halbfinale, Finale. Muss du, on point hast, abliefern, du hast ein Spiel, ja, und da all in. Ja. Und das ist auch eine ganz ungewohnte Situation. Also ja, das, glaube ich, wird auch nochmal ganz interessant. Aber wenn jemand mit sowas umgehen kann, dann doch bitte der FC Bayern. Ja, es also, wird interessant zu sehen. Ah, dann sicher auch nochmal eine ganz andere Konstellation. Ich vertraue da in meine Jungs. Meine Jungs. Ja, aber natürlich habe ich einen Bezug. Ja, natürlich, absolut. Also da ich hoffe auch, dass du dabei sein kannst. Also das steht ja, ja auch noch in den Sternen, wie da die jetzt Auflagen sind. Sehr, aber sehr lügen natürlich. Das war vorher auch so eine Frage. Natürlich, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag um die Häuser zieht, aber natürlich, wenn du Menschen persönlich kennst, wenn du viele, viele Termine miteinander hattest, wenn du miteinander arbeitest, so viele Feiern gefeiert hast, auf dem Rathausbalkon warst, dann hast du natürlich einen ganz anderen Blick. Und dann leid ich, also wenn Robert Lewandowski jetzt irgendwie ein schmerzverzerrtes Gesicht hat, dann tut's dir auch weh. Ja, das ist wirklich so. Und man muss ja sagen, diese Geisterspielatmosphäre, die ist für dich ja gar nicht so neu, weil das, was wir jetzt alle hören zu Hause mit den Kommentaren auf dem Feld, das hörst du ja eigentlich auch bei jedem Spiel, weil du bist ganz unten, ja, du hast es vorher gesagt, du sitzt neben, ja, der Trainerbank. Du meinst jetzt das, heißt, das was so gerufen wird. Ja, ja, ich hatte nur ab und zu mal das Glück, ja, bei einem, ja, Spiel, so die letzten 2 Minuten unten an der Seitenlinie zu stehen. Und auch da kriegt man so ein Spiel ja ganz anders mit. Ja, ja. Da siehst du eigentlich auch, was für eine Kommunikation ist, ja, die ja auch wichtig ist. Oder eben Hintermann. Und, ja, ja, ja. Das ist schon heutzutage in dem Fußball, wie er heute gespielt. Schein! Boah, das waren die berühmten Zentimeter. Den habe ich schon drin gesehen. Ich sag's dir, wie es ist. Das waren die berühmten Zentimeter. Da hat nicht viel gefehlt. Schau mal. Oh nein. Oh Gott. Sehr schön gemacht übrigens von Ivan Perisic. Und Levi auch, schmeißt da auch nochmal alles, ja, rein. Oh, da ärgert er sich wahrscheinlich selbst einmal. Ja, genau. Der zeigt es an. Er zeigt es an. Das tut er. So viel hat noch gefehlt. Ja. Ja, wäre die Chance gewesen. Achtung, und das sind alles, siehst du jetzt, wie schnell das geht? Das ist Schlag auf Schlag. Wenn du mich fragst, wirklich eines der besten DFB-Pokalfinale der letzten Jahre. Oh. Nein, doch wirklich. Also auch jetzt von der Spannung, gerade die zweite, schau dir das an. Hoch und runter, das dauert ja gerade mal 10, 12 Sekunden und schon brennt es im gegnerischen Strafraum. Perisic entscheidet sich selbst zu machen, hätte er vielleicht abgespielt. Und nachgehen, jetzt. Bayern aber jetzt lang nicht mehr so offensiv. Also das, glaube ich, lässt sich da jetzt schon verstehen. Also Lukas, war eine Kontersituation. Ich danke dir auch nochmal für die Einladung heute und danke euch allen, dass ihr uns joint. Aber allein jetzt zu Hause irgendwie vom Fernseher, glaube ich, hätte ich das jetzt nicht so gut gepackt wie mit euch. Ja, wir danken dir nochmal. Auch Herr zu Hause. Kameramann. Ihr habt auch Stefan Lehmann nochmal gedankt. Ja, vorher habe ich einen netten Kommentar gelesen von Colin, der geschrieben hat, es ist wie Musik in den Ohren, wenn Stefan Lehmann endlich wieder zu hören ist. Das ist doch schön. Vielen Dank. Und die Bayern-Fans. Danke für die Blumen. Siehst du. Sie brauchen dich. Jetzt schau her. Das gibt eine Ecke. Da war Benji noch mit dem Knie dran. Ja. Ihr seht es natürlich schon die ganze Zeit, nur kurz zur Einordnung, wir schauen immer hier am Bildschirm vorbei, das hat oder an der Kamera vorbei, das hat natürlich den Hintergrund, dass dort das Spiel läuft und wir natürlich auch jetzt mit Fiebern sondersgleichen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Puls ist gefühlt noch mal ein bisschen hochgegangen. Ja, doch, es ist jetzt schon, weil es jetzt so offen ist. Ja. Wir führen aber immer noch, das möchte ich an der Stelle noch mal betonen, der FC Bayern führt mit 3:1, wir haben die 76. Spielminute. Recht lange wird meines Erachtens nicht nachgespielt. Es gab bis jetzt kaum große Spielunterbrechungen. Gut, am Anfang mal, kommen natürlich dann die, genau, aber jetzt kommen natürlich dann noch die Auswechslungen dazu. Aber sagen wir mal, wenn 3 bis 4 Minuten nachgespielt werden, dann haben wir jetzt noch knappe 20. Also schauen wir mal. Tengis schreibt, Lucas Hernandez muss noch treffen. Würde ich auch mitgehen. Ja. Kopfball vielleicht bei ihm, oder? Würde ich ihm auch mal gönnen. Ja, ja klar. Der Lukas ist natürlich auch durch seine Verletzung auch wieder wirklich zurückgeworfen worden. Das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Aber auch ein unglaublich sympathischer Kerl. Und ich meine, was der kann, wissen wir. Ja. Also ich glaube, dass niemand bei Bayern München, beim FC Bayern, einen Profivertrag bekommt, der nicht ein herausragender Fußballspieler ist.
Also, wenn da natürlich aber auch sich Menschen aus der eigenen Jugend entwickeln, wenn da ein Joshua Zirkzee jetzt oder auch wie Hansi Flick immer mal wieder aus unserer zweiten Mannschaft Spieler integriert hat, wie Sabri Singh zum Beispiel, den Neuseeländer, Oliver Batista Meyer, alle diese Jungs, die ja das Zeug haben auch, wirklich zu reifen und in die erste Mannschaft zu kommen. Wenn du das siehst, dann freut mich das besonders, wenn es einer schafft. Und das ist eben auch die gute Arbeit, die beim FC Bayern geleistet wird. Wir haben vorhin über die Amateure gesprochen, über Sebastian Hoeneß. Aber du kannst jetzt auch die U19 anschauen mit Martin de Michelis, ja? Oder Danny Schwarz, der jetzt, glaube ich, die U17 übernimmt, nachdem Miroslav Klose zu den Profis wechselt. Das ist alles sehr, sehr homogen, alles wohl überlegt. Und da so eine gute Nachwuchsarbeit im Campus, die beginnt ja nicht gestern. Granulares Thema. Sondern wirklich schon viel früher. Und wenn du in 1, 2, 3 Jahren vielleicht wirklich mal wieder einen Schweinsteiger, einen Holger Badstuber, einen Philipp Lahm, einen Thomas Müller, alle diese goldene Generation, die Hermann Gerland damals entwickelt hat, wenn du das wiederholen möchtest, dann musst du so eine gute Nachwuchsarbeit leisten. Und das passiert beim FC. Um die Jungs wieder zu haben, du hast es gesagt, das ist ganz wichtig. Auch Thomas Müller für diese Mannschaft unfassbar wichtig auf dem Platz. Wir haben gerade darüber gesprochen mit seinem Coaching. Ja. Und das sieht Hansi Flick ganz ähnlich. Das hat er auf der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen. Wollen wir kurz mal reinhören. Thomas ist ein Teil dieser Mannschaft und alleine er war nicht verantwortlich für das, sondern komplett die gesamte Mannschaft. Letztendlich geht es immer darum, dass jeder seine eigene Qualität, sein Bestes zu 100% auch in die Mannschaft mit einbringt. Das macht er, ich sag mal, über Monaten jetzt schon sehr, sehr gut. Und wenn man alleine seine Assists sich anschaut, ist es natürlich für uns schon einfach eine gute Sache und ein absoluter Pluspunkt. Und er ist ein Spieler, der natürlich auch der Mannschaft, neben dem Kapitän hier, jetzt liegt meiner Seite, ist es einer, der auf dem Platz der Mannschaft einfach auch sehr, sehr viel, Impulse gibt, der die Mannschaft auch gut coacht, auf dem Feld, oder immer wieder Kommandos auch gibt. Also von daher ist er wichtig. Und das ist genau das, was wir wollen, dass jeder, ich sag mal, seine Stärke dann auch in das Team mit einbringt. Also zu Thomas Müller. Hier Hansi Flick nochmal gehört, ganz, ganz wichtiger Spieler. Eben jetzt auch nochmal unfassbar wichtig für diese letzten Minuten, die Jungs dazu peitschen. Du hast es gerade gesagt, 10 Minuten, ein bisschen, gute 10 Minuten, sagt man in Bayern, haben wir noch. Ja, fast eine Viertelstunde. Aber da brennt, passt schon. Wir wollen es gar nicht mehr aussprechen. Nein, ich freu mich. Wir wollen ihn haben, Stefan. Es ist, im Pott. Ich bleibe dabei. Jammerschade, dass die Ränge leer sind. Jeder einzelne Fußballfan, jeder, der diesen Sport liebt, der Urlaub nimmt, der viel Geld in die Hand nimmt, um dabei zu sein, die fehlen alle natürlich. Ja. Möchte ich immer wieder betonen. Aber wenn man das ausblendet und nur auf den Platz guckt, fantastisches Fußballspiel. Absolut. Ganz toll. Und der FC Bayern führt 3:1. Durchschnaufen, Pokalfinale, wie wir es uns, glaube ich, nicht besser hätten vorstellen können. Ja. Stefan, wir schauen noch mal kurz rüber ins FC Bayern Webradio. Und dann hören wir uns gleich wieder hier im Studio von der Säbener Straße. Bis gleich, viel Spaß im Webradio. Gnabry, der hat das 2:0 erzielt, bringt den Ball rein und da ist er. Radetzky hat den Ball sicher. Es bleibt also beim 3:1. Leverkusen wirft den Ball auf die rechte Seite raus durch Radetzky und jetzt kann es natürlich schnell gehen. Leverkusen geht auf dieses zweite Tor und das müssen sie auch. Sie müssen das Risiko einfach erhöhen, wenn sie hier irgendwas mitnehmen wollen in Berlin. Die letzten 10 Minuten, sie sind angebrochen und es ist so ein bisschen, wie gesagt, ein komplett anderes Gesicht, was die Leverkusener hier zeigen. Und sie sorgen dafür, dass es noch ein richtig spannendes Spiel hier eben wird in den letzten 10 Minuten. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Mitchell Weiser kommt in die Partie für Sven Bender. Wie es aussieht, geht es bei ihm nicht weiter. Kapitän
wird Kai Havertz übernehmen. Also Lars Bender geht raus, ja. Das ist natürlich. Er war angeschlagen, wir hatten es eben angesprochen. Der hatte sich bei einem Foul, was er selber gemacht hat, hat er sich verletzt gehabt. Und jetzt müssen die Leverkusener umstellen. Und Mitchell Weiser, der wird hinten rechts auf jeden Fall die Position von Lars Bender übernehmen. Aber hier die Bayern jetzt im Vorwärtsgang. Ganz alleine gegen vier. Robert Lewandowski kommt am ersten vorbei. Kommt aber nicht am zweiten vorbei, muss abdrehen, legt ab. Flanke quer in die Mitte gespielt auf Kimmich, dann auf die linke Seite wieder rausgelegt. Der Ball jetzt in die Mitte, über den Torhüter drüber gelupft, aber Gnabry ist am zweiten Pfosten, kann den Ball aufnehmen gegen Wendell. Gnabry, was macht er? Da tanzt er ein bisschen, einmal auf den Ball, zweimal auf den Ball und dann geht es doch wieder hinten rum auf Pavard, zentrale Position. Goretzka, der wieder auf rechte Seite auf Pavard, Goretzka am rechten Flügel angespielt worden und dann kann Leverkusen hinten raus klären und jetzt versuchen sie natürlich hier Bellarabi zu schicken, der aber, ja, du hast ihn angesprochen, er ist ein Flügelflitzer, aber da gibt es eben einen und der ist sein Gegenspieler, Alphonso Davies, der ist dann, ich glaube, ein paar Jährchen jünger und auch noch ein paar km/h schneller. Definitiv, ja. Leverkusen läuft jetzt natürlich auch ein bisschen die Zeit davon. Sie sind zwei Tore hinten dran, müssen jetzt alles nach vorne werfen, dadurch natürlich hohes Risiko gehen. Und wenn die Bayern hier noch den vierten Treffer machen, Robert Lewandowski war gerade ja kurz davor, nur Zentimeter gefehlt, dann weiß jeder, dann ist dieser Drops hier gelutscht, dann war es das mit dem 77. DFB-Pokalfinale. Die Bayern kommen über die rechte Seite. Schöner Ball jetzt raus aus Thomas Müller. Der hat ein bisschen Platz an der Eckfahne und wird da nicht entscheidend angegriffen. Hat den Ball dann an den 16er gespielt. Da ist Serge Gnabry. Serge Gnabry könnte schießen. Serge Gnabry wird geblockt und dann ist Radetzky zur Stelle. Und der wurde einmal heute schon sehr stark überrascht, nämlich von Robert Lewandowski und seinem 3:0. Was für ein Tor. Ein Assist von Manuel Neuer. Das darf man gar nicht unerwähnt genug lassen. Und jetzt also mit 3:1 geht es in diese Schlussphase. Da ist aber Karim Bellarabi. Hat sich auf den Weg gemacht. Der schnelle Offensivspieler von Leverkusen und vorne dann der Kapitän der Bayern, seelenruhig, Manuel Neuer hat den Ball sicher, hat den Ball erstmal gesichert und bringt ihn dann in die Reihen der Bayern. Alphonso Davies zurückgespielt nochmal zu den Bayern, die haben natürlich jetzt alle Zeit der Welt, werden jetzt auch natürlich wissen, dass das nicht mehr weit zu gehen ist bis zu diesem Titelgewinn und die Bayern kommen mit Benjamin Pavard. Der tankt sich da nach vorne, hat noch was im Tank, bringt den Ball auf die rechte Seite zu Serge Gnabry. Schön, dann nochmal der Ball auf Leon Goretzka. Ah, der hätte. Goretzka, wenn der durch ist. Wenn der durch ist, dann wären zwei Bayern-Spieler in der Mitte komplett alleine gewesen, aber dann hat sich irgendwie ein Leverkusener Verteidiger noch reingeschmissen und war ganz, ganz knapp noch drin und deshalb der Pass von Goretzka, der ihn querlegen wollte, dann doch abgefangen. Also, wir haben ein bisschen mehr als 6 Minuten plus Nachspielzeit und ein langer Ball auf Havertz, der da unter Druck gesetzt wird und Kimmich, der zurückarbeitet. Na, Lucas Hernandez ist das. Und dann geht wieder sehr spät die Fahne hoch. Das hatten wir heute, ja, ich glaube, das 7., 8. Mal, dass da dann sowohl die Leverkusener Stürmer als auch die Verteidiger dann noch sicher 30, 40 Meter gesprintet sind. Und obwohl es eine klare Abseitsentscheidung war, wurde dann eben sehr spät erst die Fahne. Ja gut, die war jetzt nicht so klar auf unserem Monitor und sehen wir es. Ein Schritt, Havertz im Abseits und Hernandez wäre aber da gewesen, sehr gut im Zweikampf. Ja, da war er deutlich stabiler als der Havertz und hat ihn da einfach vom Ball abgedrängt. Die Schiedsrichter, um vielleicht das erste Mal ein Wort über sie zu verlieren, wir haben bisher noch gar kein Wort über sie verloren, also sprich eine perfekte Leistung vom Team von Tobias Welz hier, also keine einzige Aktion, wo es irgendwie hier eine Unklarheit gab oder irgendwie sowas. Also auch das muss man mal kurz an dieser Stelle erwähnen, wo jetzt noch ein bisschen mehr als 5 Minuten zu spielen sind und die Bayern die Partie wieder so ein bisschen mehr in Griff bekommen haben. Da musste man sich ja fast schon ein bisschen Sorgen machen, so wie Leverkusen hier in den zweiten 45 Minuten aufgedreht hat. Aber sie kommen immer wieder. Jetzt wieder Volland, der schickt den schnellen Diaby. Er geht Richtung Tor. Diaby in der Mitte, die Möglichkeit und dann ein, ich habe es nicht oft gesagt, aber ein grottenschlechter Pass. Ja, da stand jetzt Karim Bellarabi wirklich völlig frei. Diaby, der wirklich sonst ein tolles Spiel gemacht hat in den zweiten 45 Minuten, hat eigentlich auch alle Zeit der Welt. Und warum auch immer, er liefert diesen Ball einfach grottenschlecht, hast du es gesagt, ab. Und es gibt halt nicht mal eine Torchance, sondern es gibt Ballbesitz für die Bayern. Und das ist vielleicht genau das, was letztendlich dann doch der Qualitätsunterschied ist. Solche
Situationen lassen die Bayern sich halt nicht nehmen. Robert Lewandowski hat es ja ohnehin schon gut gemeint mit den Leverkusenern, hat vorhin das, ja, fast schon den Matchball vergeben, dieses 4:1 nicht gemacht. Zentimeter ging der Ball da am Pfosten vorbei. Jetzt Leverkusen nochmal mit vielleicht der letzten Möglichkeit hier zum Anschlusstreffer zu kommen, denn du hast es ja gesagt, wir sind schon in der Schlussphase dieses DFB-Pokalfinals und Leverkusen mit einer guten zweiten Hälfte, das muss man konstatieren, aber dafür war die erste halt extrem schwach. Jetzt kommen sie nochmal, wieder Diaby, der versucht es da an den Fünfer, wieder ist Karim Bellarabi dort vorne in Position gelaufen, auch hier fehlen nicht nur Zentimeter, sondern vielleicht sogar 1-2 Meter und die Bayern machen das einzig Richtige, sie bringen jetzt so ein bisschen Ruhe ins Spiel und wie bringt man das? Durch Wechsel. Und es wird nicht nur einen Wechsel geben, sondern es gibt zwei Wechsel. Die Bayern hatten sich ja ohnehin lange zurückgehalten, dann mit dem Wechsel Perisic begonnen. Und jetzt kommt eben Coutinho rein und Thiago Alcantara kommt rein. Und dadurch geht erstens mal ein bisschen Zeit, die Isar runter. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Momentum, das dann den Leverkusenern genommen wird. Richtig so taktisch, absolut aller Ehren wert. Also Serge Gnabry geht runter und für ihn kommt Philippe Coutinho. Thomas Müller geht runter, hätte das natürlich hier gerne zu Ende gespielt, aber Thiago möchte natürlich auch wieder auf den Rasen, ist natürlich auch happy, dass nach Leisten-OP hier ein Einsatz im DFB-Pokalfinale nochmal drin ist in dieser Schlussphase und bekommt auch gleich den Ball zugespielt, die Beine über die rechte Seite, ebenfalls erster Ballkontakt da von Philippe Coutinho, dann haben wir Thiago, der überlässt nochmal für Leon Goretzka, der auf Alphonso Davies, Doppelpass und bekommt den Ball dann auf die linke Seite zurückgeschickt. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr mit Leverkusen, ich glaube, das bleibt beim 3:1, was glaubst du? Ja, 3 Minuten plus Nachspielzeit sind hier noch, ich möchte noch nicht ganz den Haken dran machen, muss ich da sagen, also die Einwechslung von Thiago und von Coutinho, das ist in den letzten Minuten natürlich auch noch so eine Sache, um den Ball hier einfach ein bisschen besser zu halten dahingehend. Und, aber Leverkusen, wie gesagt, ich glaube, wir müssen ihnen noch den Respekt geben, dass sie wirklich hier sehr, sehr viel umgestellt haben in den zweiten 45 Minuten. Alphonso Davies holt hier nochmal den Eckball raus, das ist der 5. für die Bayern. Und das in noch 2 Minuten, viel Nachspielzeit, wird es nicht mehr oben drauf geben auf jeden Fall. Eckball kommt rein, aber keiner steigt da mehr wirklich so richtig hoch. 3 Bayern-Spieler waren da nur im 16er. Und dann können sie den Ball hinten raus erobern. Aber Thiago, gerade eingewechselt, holt ihn sich dann wieder zurück. Mit seiner unvergleichlichen Art dann an der Außenlinie noch mit einem kleinen Übersteiger. Und dann den Ball mal schön 60 Meter zurückgespielt zu Manuel Neuer. Bekommt hier auch völlig verdient nochmal den Szenenapplaus. Ja, und Szenenapplaus bekommen auch unsere beiden Web-Radio-Kollegen Jens und Sebastian. Gut gemacht, Jungs. Ich glaube, denen fällt jetzt auch ein bisschen ein Stein vom Herzen, dass wir immer... Und jetzt pass auf! Ein Tor das machen! Das Vierte! Du sagst doch, es fällt ein Stein vom Herzen. Stefan, du riechst es förmlich. Habe ich gesagt? Es ist... Und 89. Spielminute, Tor für den FC Bayern München durch unsere Nummer 9, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Wir haben einen neuen Spielstand. Und der FC fühlt sich Bayern so gut an. München. 4. Leverkusen. 0. Nicht ganz fair, nicht ganz fair. Also, mein Tipp. Oh, wir glauben dir das. Ich mag es dir einfach glauben, Stefan. Ich will dir glauben, dass das genau so getippt wurde. Nein. Schau dir nochmal an, wie der gechippt wurde. Ja. Von Levi. Ja. Dass er nicht versucht, den blind reinzuschieben, an Radetzky vorbei, sondern den in dieser Situation so chippt, ist wirklich Weltklasse. Und er kommt ja Vollspeed angerannt und muss die Energie rausnehmen und das alles eine Entscheidung in Bruchteilen von Sekunden. Dieser Mann. Was haben wir vorher über Robert Lewandowski gesagt? Noch Fragen? Es ist unfassbar. Also, diese Coolness zu haben da vorm Tor, das ist wirklich, ja, da fällt mir nicht mehr viel ein. Ach schön, also ich freue mich und da ist er. Ja, ja, hol mir nochmal rein. Also, wir stellen schon mal hier ein bisschen populärer Jungs. Hat ein ganz auch wenn Gewicht. Jetzt Bayer Leverkusen nochmal kommt, aber abgeblockt. Da steht er, da ist er. Da ist er. Schön ist er. Schön brav ist er. Und schön er ist eigentlich aus. Schon da, wo er hingehört, oder? Nach München. Ja. Er gehört nach München. Ich lass ihn da. Ja, so. So, da stellt man auf. Da stellt man hin, Lukas.
Mei, schön. Das ist schön. Ich würde dich ja gerne jetzt auch umarmen, aber wir, na, ist ja mit Abstand, es Keep ist ja distance. Noch, nein, ja, wir gehen bei FCB TV mit, in der Matchday-Show gehen wir mit gutem Beispiel voran. So ist es, wie es der FC Bayern auch während der ganzen Corona-Phase gemacht hat. Aber ich glaube, da werden die Jungs so. Jetzt trotzdem feiern. Ich meine, die sind ja auch alle getestet, sind ja auch alle in Quarantäne ja, immer. Natürlich. Da werden jetzt die Gefühle Achtung, schon rauskommen. Achtung, gerade Achtung, zum Spiel. Ah, ne. Naja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich glaube, dass 4:1 ist ein deutliches Ergebnis. Und das gegen einen wirklich starken Gegner, das kann man, glaube ich, an der Stelle auch. Schau mal, schöne Aufnahme. In einem wahnsinnig intensiven Spiel, du hast es gesagt. Ja, und das, glaube ich, wenn du das sagst, dann steht das für sich. Es ist eines der besten Pokalspiele, Pokalfinals, die du je gesehen hast. Ja, also weil es einfach so hoch und runter ging, so abwechslungsreich war. Ja. Also so auch dann, schau, jetzt schon wieder. Es dauert ja wirklich immer nur, es sind ja immer nur 2-3 Spielzüge. Von Seiten der Leverkusener, als auch von uns, vom FC Bayern. Und schon ist der Ball wieder in Strafraumnähe des Gegners. Und das macht Spaß. Das ist besser als irgend so ein Rumgedantel im Mittelfeld. Absolut. Sag ich was Falsches? Ja, ich denke, wir sind ja auch aus einer relativ entspannten Situation hier immer reingegangen. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also es war ja jetzt nie so, dass es ganz eng wurde. Es wurde immer mal wieder ein bisschen spannend, immer mal wieder ein bisschen mehr Tempo rein. Es gab aber diese 5 Minuten, Lukas. Da hat man ein bisschen gezittert, ja, das muss man ehrlich sagen. Nach dem 1:3, also nach dem Tor für Leverkusen, aber ich muss auch sagen, wie die Leverkusener auftreten. Ich wollte es gerade sagen, das bringt mir auch Respekt ab. Absolut. Und es ist natürlich jetzt auch bitter nach der Hochphase, dann mit dem Gegentor, die ist dann natürlich mal ganz schnell wieder beendet. Manuel Neuer, oh, jetzt ist er drin, kann er den rausholen? Gilt der? Es war abseits, oder? In zweiter Instanz dann. Nein. Also Ball war hinter der Linie, aber das zählt, war kein Tor. Nee, nicht. Da würden die Leverkusen anders reagieren. Jawohl. Der Kevin, der Volland, kann es nicht fassen. Die Surf sagt schon mal danke, dass ihr mit uns das Spiel geschaut habt. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir wollen sogar noch ein paar Minuten mit euch feiern. Gerne nach dem Spiel. Hier gibt es nochmal die letzten Kommandos aufs Ohr des Schiris. Wird nochmal die Nachspielzeit vielleicht besprochen? Nee, da wird das erstmal über das Tor geredet, aber das war keins. Oder? Wird nochmal gecheckt? Also abseits war es keins, höre ich gerade. Okay. Vielleicht schaut er sich es nochmal an, oder? Ja, schaut sich es nochmal an. Gut. Aber Worst Case selbst, 4-2. Selbst wenn es das 4:2 ist, dann oder 2:4, je nachdem. Aber schaut er sich jetzt nochmal an. Wir können auch nochmal reinschauen. Ob es Hand war? Hernandez? Handspiel! Elfmeter. Da ist er her. Oder? Nein, Moment. Was macht er? Er zeigt. Wenn ich die Geste richtig interpretiert habe, war es Handspiel und er gibt Elfmeter. Ja, so ist es. Oder? Naja, gut. Dann haben wir ja noch. Abstoß. Was jetzt? Abstoß. Naja. Also gerade ein bisschen undurchsichtig. Bei Fonsi. Bei Fonsi, ja. Aber dann müsste er ja trotzdem, warte mal schnell. Alfonso Davies kriegt den Ball praktisch von Bender auf den Arm geköpft. Ja, das ist jetzt aber auch, also Gott sei Dank. Okay, ja, er gibt Elfmeter. Gott sei Dank ist das jetzt aber keine spielentscheidende Situation. So, jetzt kann hält man er ihn oder hält er ihn nicht? Manu? Ja? Bin ich Nostradamus? Du musst es werden. Na, es ist Kai Havertz. Ja, ist schon auch abgezockt, der Junge. Es ist Havertz und das ist auch einer der besten deutschen Fußballspieler. Auf der anderen Seite haben wir Manuel Neuer. Das ist natürlich. Komm, sei es Ihnen, Sie haben, bitte. Also trocken in den Winkel, da ist nichts zu halten. Aber das Spiel ist aus, wird gefeiert in Berlin, jawohl. Damit ist es sicher. Der FC Bayern München ist Double-Sieger 2020. Stefan, du bist für den Faust. Ich gebe dir die Hand. Wir können ihn einmal hochrecken. Endlich ist er da, wo er hingehört. Wir wollen sogar zu dritt feiern. Zu dritt ist hier ein bisschen zu eng. Deswegen haben wir uns virtuell nochmal einen Kollegen aus Berlin geholt. Martin Sedlacek. Stefan, ich gebe dir mal den Pokal. Gerne. Da ist das Ding. Martin, grüße dich. Du bist uns nochmal zugeschaltet aus Berlin. Wie schaut's aus? Wie ist die Stimmung jetzt? Kurz so nach dem Sieg? Der Mundwinkel geht nach oben, sehr schön. Hervorragend und es riecht nach Double. Ganz stark, also herzlichen Glückwunsch auch von hier. Wir sind schon auf dem Weg zum Bankett, sind jetzt noch vorm Stadion. Ich habe die ganze Nachspielerei jetzt gar nicht mehr mitbekommen, aber das ist auch vollkommen Wumpe. Also wunderbar, 4-2. Ich glaube, das haben sich die Jungs verdient, oder? Weltklasse. Aber sowas von. Weltklasse. Schau es dir an, wie gut er dem Stefan steht. Alles andere wäre eine Farce gewesen. Also ich bin wirklich heilfroh.
Ja. Und ihr denkt an die Weißbierdusche, oder? Das ja, die kriegst du ja auf jeden Fall, da brauchst du keine Gedanken machen. Wo heute eine Weißbierdusche stattfindet. Ich sag dir eins, aber wir duschen unsere Leber damit, und zwar von innen. Ja? Ich bin noch nicht so verrückt und verschütte hier das gute Paulaner Weißbier. Es wird getrunken. Wir werden uns das noch zu Gemüte führen, zur Feier des Tages. Ihr könntet euch unsterblich machen, und... Da will er nicht locker lassen. Da will er nicht locker lassen. Ich glaube, wir haben einen Termin am Flughafen, wenn der gute Herr Sedlacek zurückkommt. Ich sag's dir. Und dann darfst du dich warm anziehen. Ich würde dir raten, Geldbeutel und Handy aus den Taschen zu nehmen, wenn du wieder in München landest. Ich gehe durch den Hinterausgang. Also Martin, erzähl uns mal kurz, wie geht's weiter jetzt? Ja, das Bankett steht und natürlich, glaube ich, wird spätestens jetzt der Champagner kaltgestellt und auch alle diversen Weißbierutensilien etc. Natürlich alles... ernste Lage unter den Hygienevorschriften. Also da gibt es auch ganz genaue Regeln. Aber es wird jetzt noch im Mannschaftshotel dann das Bankett geben, wo sich die Jungs ja zuposten können, wo es mit Sicherheit auch das ein oder andere Gläschen, verdiente Gläschen gibt. Im Hintergrund hört man jetzt FC Bayern Forever Number One. Eine bessere Musik könnte es nicht dazu geben. Ja, und dann wird hoffentlich, wie gesagt, im Rahmen, der erlaubt ist, gefeiert. Und morgen geht es dann mit dem Siegerflieger heim nach München, wo ich mich im Hinterausgang dann... Es wäre dir zu raten, mein Freund, ich sag's dir ganz ehrlich. Also mit dem Pokal im Gepäck, das wollen wir nochmal festhalten. Martin, vielen herzlichen Dank. Wir sehen dann morgen und die Tage bestimmt auch noch Eindrücke der Bayern-Feier heute in Berlin. Also das wird sicher eine Nacht, die sich die Jungs auch mal gerne ein bisschen länger zu Gemüte führen. Also da hoffen wir natürlich, dass wir noch ein paar Bilder sehen werden. Ja. Stefan, Weltklasse mit diesem Pokal zurück nach München, dort, wo er hingehört. Wir haben das Double 2020. Wie schön ist das denn? Darauf wollen wir jetzt mal anstoßen. Jawohl. Oder? Prost. Auf die Bayern, auf das Double. Auf euch. Danke auf euch. Für eure Aufmerksamkeit auch. Danke. Nehmen wir mal einen Schluck. Ja. Sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der DFB-Pokalsieger 2020 ist zum 20. Male der FC Bayern München! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, liebe Zuschauer, liebe Fans. Vielen Dank für eure Community-Fragen. Vielen Dank für euer Dabeisein hier bei uns im Studio. Stefan, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht mit dir, mit der Stimme des FC Bayern München. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, als wären wir vor Ort. Und das war das Ziel. Ich hoffe, euch geht es genauso. Stefan, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Gerne. Vielen Dank nochmal. Ich bin auch glücklich und auch euch alles Gute. Danke. Einen schönen Feierabend. Ciao und Servus, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht schon mit dem Triple. Ah, Weltklasse. Traumhaft. Ein Ziel, ein Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir. Deutscher Meister, yeah. One team, one goal for life. We will never lose our pride. We're the champions, seven in a row. The future looks so bright. Wir sind Sieger, 90 Minuten, 11 Spieler. Feiern die Tabellenführung in der Bundesliga. Super Bayern, wir haben's verdient. 11 gute Freunde, bestes Team. What you know about 90 minutes of pressure? 90 minutes of blood. 90 minutes of passion. What you know about 90 minutes of love? Es ist Zeit, zweite Halbzeit Applaus. Zeit, Champion zu werden, aus einer Leidenschaft heraus. 29 Titel und es geht immer weiter. Wir sind deutscher Meister und der Rest kann einfach. Calma cabeza y el corazón. La Copa para arriba, somos campeón. Todo unido, vamos luchando con vuestro apoyo. Siempre ganando por todo el amor. Gracias a la afición. Juntos gritamos todo gol, 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 gol. Show me the route to the land of football legends. Where red is the color that we're always repping.